Die Brüder Karamassow von Fjodor Michaelowitsch Dostojewski. Erstes Buch. Die Geschichte einer kleinen Familie. Fjodor Pawlowitsch Karamassow. Alexei Fjodorowitsch Karamasow war der dritte Sohn des Gutsbesitzers unseres Kreises Fjodor Pawlowitsch Karamassow, der seinerzeit viel genannt wurde. Ja, und auch heute noch erinnert man sich seiner bei uns. Wegen seines tragischen und unaufgeklärten Endes, das sich genau vor dreizehn Jahren zutrug und wovon ich an geeigneter Stelle berichten werde. Jetzt aber werde ich von diesem Gutsbesitzer, so nannte man ihn bei uns, obgleich er sein ganzes Leben hindurch überhaupt fast niemals auf seinem Gute lebte, nur das eine sagen, dass das ein seltsamer Typ war, dem man indes ziemlich häufig begegnet, Nämlich der Typ eines nicht nur schlechten und den Lüsten ergebenen, vielmehr zudem auch noch eines unverständigen Menschen. Freilich gehört er zu jenen unverständigen Menschen, die imstande sind, vortrefflich ihre Geldgeschäftchen zu führen, aber nur sie allein, so scheint es. Fjodor Pawlowitsch zum Beispiel begann fast mit nichts. Er war der allerunbedeutendste Gutsbesitzer, lief zum Mittagessen zu fremden Leuten hatte es darauf abgesehen, Schmarotzer zu sein, und dabei fanden sich, als er starb, gegen hunderttausend Rubel Bargeld bei ihm vor. Und gleichwohl war er sein ganzes Leben lang einer der allerunverständigsten Narren in unserem ganzen Kreise. Ich wiederhole, da liegt nicht Dummheit vor. Die meisten dieser Narren sind ziemlich klug und schlau. Aber eben Unverstand. Ja, und dazu noch ein ganz besonderer, sozusagen nationaler. Er war zweimal verheiratet und hatte drei Söhne. Den ältesten Dmitri Fjodorowitsch von der ersten Frau, die anderen zwei Iwan und Alexei von der zweiten. Die erste Gattin des Fjodor Pawlowitsch stammte aus dem ziemlich reichen und angesehenen Adelsgeschlecht der Miosow, gleichfalls Gutsbesitzer unseres Kreises wie es eigentlich dazu kam, dass ein Mädchen mit Mitgift, ja dazu noch ein Schönes und zum Überfluss eines jener schlagfertigen, klugen Mädchen, die so häufig sind bei der jetzigen Generation, indes auch schon in der vorhergehenden vorkam, einen so nichtigen Jammerkerl heiraten konnte. Wie ihn alle damals nannten. Darüber werde ich mich hier nicht allzu sehr auslassen. Kannte ich doch selber ein Mädchen, noch in der verflossenen romantischen Generation, dass nach einigen Jahren einer rätselhaften Liebe zu einem Herrn, den es übrigens auf die allerruhigste Weise hätte heiraten können, sich schließlich unüberwindliche Hindernisse ausdachte und sich in einer stürmischen Nacht von einem hohen felsartigen Ufer in einen ziemlich tiefen und reißenden Fluss warf und in ihm zugrunde ging, entschieden an seinen eigenen Launen, einzig und allein deshalb, um der Shakespeareschen Ophelia zu gleichen. Ja, man kann wohl annehmen. Hätte dieser Fels, der schon lange ihre Aufmerksamkeit und ihr Wohlgefallen erregt hatte, nicht zu so malerisch gelegen, wäre vielmehr an seiner Stelle nur ein prosaisches, flaches Ufer gewesen, so wäre vielleicht dieser Selbstmord unterblieben. Dieser Tatbestand ist verbürgt, und man muß annehmen, dass in unserem russischen Leben in den zwei oder drei Generationen solcher oder ähnlicher Vorfälle nicht wenige gewesen sind. Ähnlich dem war auch das Vorgehen der Adelaide Ivanova Mjusov. Zweifellos das Echo fremder Einflüsse und gleichfalls das Ergebnis einer von innerer Erregung gefesselten Vernunft. Sie wollte vielleicht weibliche Selbstständigkeit offenbaren, entgegenhandeln dem gesellschaftlichen Herkommen, dem Despotismus ihrer Verwandtschaft und ihrer Familie und ihre willige Fantasie überzeugte sie, nehmen wir das einmal an, wenn auch nur für einen Augenblick, dass Fjodor Pawlowitsch, ungeachtet seines Ranges als Schmarotzer, dennoch einer der kühnsten und überlegensten Menschen jener zu allem besten überleitenden Epoche sei, während er doch tatsächlich nur ein böser Possenreißer war und weiter gar nichts. Das Bekannte bestand auch noch darin, dass die Angelegenheit mit einer Entführung endigte, und das kam der Adelaide Ivanowna außerordentlich interessant vor. Fjodor Pawlowitsch war aber damals durchaus bereit zu allen dergleichen Streichen, schon infolge seiner gesellschaftlichen Lage, denn er wünschte leidenschaftlich vorwärts zu kommen, mit welchen Mitteln das auch immer sei. Sich anzuschmieren an eine gute Familie und eine Mitgift einzustreichen, war ihm natürlich sehr verlockend. Was freilich gegenseitige Liebe anbetrifft, so scheint es, war solche überhaupt nicht vorhanden, weder auf Seiten der Braut noch seinerseits. Ungeachtet selbst der Schönheit von Adelaide Ivanovna. So dass dieser Fall vielleicht der einzige in seiner Art war im Leben des Fjodor Pawlowitsch, der aufs Äußerste den Lüsten ergeben, sein Leben lang jederzeit bereit war, sich an jede beliebige Schürze zu hängen, wenn die ihn verführte. Nur diese seine Frau machte auf ihn als Weib keinen Eindruck. Adelaide Iwanowna hatte sogleich nach ihrer Entführung auf den ersten Blick erkannt, dass ihren Mann nur verachten könne und weiter nichts. So traten die Folgen dieser Heirat mit außerordentlicher Schnelligkeit zutage. Ungeachtet dessen, dass die Familie sich sogar ziemlich rasch mit dem Vorfall abfand und der Ausreißerin ihre Mitgift auszahlte, begann zwischen den Ehegatten das allerunordentlichste Leben und ewige Szenen. Man erzählte, die junge Frau habe dabei unvergleichlich mehr Edelmut und sittliche Höhe an den Tag gelegt als Fyodor Pawlowitsch, der, wie man weiß, ihr damals schon alles Geld gegen 25.000 Rubel wegstiebitzte, als sie es eben erst erhalten hatte, so sodass von nun an diese Tausende für sie wie ins Wasser gefallen waren. Das Gütchen indessen und ein leidlich schönes Stadthaus, die ebenfalls zu ihrer Mitgift gehörten, bemühte sich lange Zeit hindurch und mit allen Kräften auf seinen Namen überzuführen. Durch Vollziehen eines entsprechenden Aktes. Und er hätte das auch wahrscheinlich durchgesetzt, nur wegen der Verachtung und des Widerwillens, die er in jedem Augenblick in seiner Gattin gegen sich erregte, durch seine schamlosen Erpressungen und Betteleien, allein schon, weil sie müde ward und nur den einen Wunsch hatte, dass er sie endlich in Ruhe lasse. Zum Glück legte sich aber die Familie der Adelaide Iwanowna ins Mittel und setzte dieser Habgier Grenzen. Es ist verbürgt, dass zwischen den Ehegatten nicht selten Schlägereien vorkamen. Es schlug aber nicht Fjodor Pawlowitsch, es schlug vielmehr Adelaide Iwanowna. Eine heißblütige Dame, eine kühne, ungeduldige Brünette, die mit außerordentlichen Körperkräften begabt war. Endlich verließ sie das Haus und lief von Fjodor Pawlowitsch weg mit einem halbverhungerten Seminaristen, indem sie dem Gatten den dreijährigen Mietje zurückließ. Fjodor Pawlowitsch führte sogleich einen ganzen Harem in sein Haus ein und gab sich den liederlichsten Saufgelagen hin. Zwischendurch aber fuhr er fast im ganzen Gouvernement umher und beklagte sich unter Tränen allen und jedem gegenüber über Adelaide Iwanowna, die ihn verlassen habe, wobei er solche Einzelheiten mitteilte, die er als Ehemann sich schämen musste zu erzählen. Was aber die Hauptsache war, es war ihm scheinbar angenehm. Es schmeichelte ihm offenbar, vor allem seine lächerliche Rolle des betrogenen Gatten zu spielen und die Einzelheiten der ihm widerfahrenen Beleidigungen mit allen möglichen Ausschmückungen auszumalen. Man sollte meinen, Fjodor Pawlowitsch, sie hätten eine Rangerhöhung erhalten, so zufrieden sind sie ungeachtet ihres ganzen Kummers, sagten ihm Spottvögel. Viele fügten sogar hinzu, es habe ihm Vergnügen gemacht, immer von Neuem als Spaßmacher zu erscheinen, und er habe absichtlich um das Lachen zu verstärken, sich den Anschein gegeben, als bemerkte er gar nicht seine lächerliche Lage. Wer weiß übrigens, vielleicht war das auch naiv. Endlich gelang es ihm, seiner Ausreißerinnen auf die Spur zu kommen. Es kam heraus, dass die Arme sich in Petersburg befand, wo sie sich mit ihrem Lehrer niedergelassen hatte und sich durch nichts mehr gebunden, hemmungsloser Emanzipation ergab. Fjodor Pawlowitsch begann zugleich in aller Geschäftigkeit Vorbereitungen zu treffen, um nach Petersburg zu fahren. Wozu? Das wusste er natürlich selber nicht. Vielleicht wäre er damals auch wirklich abgefahren. Weil er aber einen solchen Entschluss gefasst hatte, hielt er sich zugleich schon für besonders berechtigt, um sich Mut zu machen, zur Reise sich von neuem uferloser Zecherei hinzugeben. Und gerade zu dieser Zeit erhielt die Familie seiner Gattin die Nachricht, von ihrem in Petersburg erfolgten Tode. Sie soll plötzlich gestorben sein, irgendwo in einer Mansarde. Die einen sagten am Typhus, die anderen sozusagen am Hunger. Fjodor Pawlowitsch erfuhr von dem Tode seiner Gattin in trunkenem Zustande. Man erzählte, er sei auf die Straße gelaufen und habe vor Freude die Hände zum Himmel erhoben und zu schreien begonnen: Nun lass mich eingehen zu dir. Nach der Erzählung anderer habe er zu schluchzen begonnen wie ein kleines Kind, und so sehr, dass es einem leid getan habe, auf ihn hinzublicken, ungeachtet allen Ekels vor ihm. Es ist sehr möglich, dass dieses und jenes der Fall war, dass er sich sowohl freute über seine Befreiung als weinte über seine Befreierin. Alles zur gleichen Zeit. Meistenteils sind ja die Menschen auch die schlechten Menschen, bei weitem naiver und aufrichtiger, als wir es von ihnen annehmen. Ja, und wir selber gleichfalls. Zweitens. Den ersten Sohn hat er aus dem Hause geschafft. Man kann sich natürlich vorstellen, was für ein Erzieher und Vater ein solcher Mensch sein konnte. Er tat denn auch als Vater, was er tun musste, das heißt, er vernachlässigte überhaupt und vollständig das Kind, das er von Adelaide nahe hatte. Nicht etwa, weil er ihm gezürnt hätte oder aus irgendwelchen Gefühlen des beleidigten Gatten, vielmehr ganz einfach deswegen, weil er seiner völlig vergaß. Während er mit seinen Tränen und Klagen allen zur Last fiel und gleichzeitig sein Haus in eine Lasterhöhle verwandelte, nahm den dreijährigen Knaben Mitja ein treuer Diener dieses Hauses, Grigori, in seine Obhut. Und hätte er sich damals nicht seiner angenommen, so wäre vielleicht niemand da gewesen, dem Kindchen ein sauberes Hemd anzuziehen. Der Zufall wollte es zudem, dass die Verwandtschaft des Kindes von mütterlicher Seite es gleichfalls in der ersten Zeit wie vergessen hatte. Sein Großvater, Herr Miuzow, der Vater von Adelaide Iwanowna, war damals schon nicht mehr am Leben. Dessen verwitwete Gattin, Mityas Großmutter, war aber nach Moskau übergesiedelt und schon zu kränklich geworden. Die Schwestern der Mutter hatten geheiratet so dass fast das ganze Jahr über Mietja bei dem Diener Grigori weilen und bei ihm in der Gesindestube wohnen musste. Wenn sich übrigens auch sein Vater sein so erinnert hätte, er konnte doch unmöglich nichts wissen von seines Kindes vorhanden sein. So hätte er ihn wohl selber in die Gesindestube zurückgeschickt, weil das Kind ihn immerhin gestört hätte in seinem liederlichen Lebenswandel. Damals kehrte nun gerade der Vetter der verstorbenen Adelaide Ivanova aus Paris zurück. Peter Alexandrowitsch Mjusow, der später viele Jahre hintereinander im Ausland gelebt hatte, damals indes noch ein ganz junger Mensch war, freilich ein ganz besonderer Mensch unter den Mjusows. Aufgeklärt, Großstädter, Freund des Auslandes und zudem, zeitlebens europäisch gesinnt, gegen das Ende seines Lebens ein Liberaler der 40er und 50er Jahre. Während seiner Laufbahn stand er in Verbindung mit vielen der freiesten Geister seiner Epoche sowohl in Russland wie im Ausland. Er kannte persönlich Proudhon und Bakunin und liebte es, besonders gegen das Ende seiner Wanderungen von den drei Tagen der Pariser Februarrevolution des Jahres 1848 zu erzählen, wobei er zu verstehen gab, dass er beinahe selber mitgemacht habe auf den Barrikaden. Das gehörte zu den freudigsten Erinnerungen seiner Jugendzeit. Er besaß ein unabhängiges Vermögen nach früherem Maßstab von ungefähr tausend Seelen. Sein prachtvolles Gut befand sich unmittelbar vor den Toren unseres Städtchens und grenzte an den Landbesitz unseres berühmten Klosters, mit dem Peter Alexandrowitsch schon in jungen Jahren, als er eben die Erbschaft angetreten hatte, sogleich einen endlosen Prozess begann wegen des Rechtes, in irgendeinem Flusse Fische zu fangen und in irgendeinem Walde Holz zu fällen. Genaues weiß ich nicht, aber ein Prozess zu führen mit den Klerikalen, Hielt er unbedingt für seine Pflicht als Staatsbürger und Anhänger der Aufklärung. Nachdem er alles vernommen hatte in Betreff der Adelaide Ivanowna, deren er sich natürlich entsann und die ihm einstmals sogar aufgefallen war, und nachdem er erfahren hatte, dass Mitya geblieben war, machte er sich ungeachtet seines jugendlichen Unwillens und seiner Verachtung gegen Fjodor Pawlowitsch gleich an diese Sache. Damals ward er überhaupt erst mit Fjodor Pawlowitsch bekannt und erklärte ihm gerade heraus, er möge die Erziehung des Kindes übernehmen. Lange nachher noch pflegte er als einen charakteristischen Zug zu erzählen, Fjodor Pawlowitsch habe sich, als er mit ihm über Mitya sprach, eine Zeitlang durchaus den Anschein gegeben, als verstehe er gar nicht, um welches Kind es sich da eigentlich handle. Und er habe sich sogar erstaunt gestellt darüber, daß er irgendwo in seinem Hause einen kleinen Sohn habe. Wenn in dieser Erzählung des Peter Alexandrowitsch auch eine Übertreibung sein sollte, so muss dennoch in ihr auch etwas sein, was der Wahrheit wenigstens ähnlich ist. In der Tat liebte es Fjodor Pawlowitsch sein ganzes Leben hindurch, sich zu verstellen, plötzlich irgendeine unerwartete Rolle zu spielen. Und was das Auffallendste daran ist, bisweilen ohne jede Notwendigkeit, ja geradezu zu seinem Nachteil, wie zum Beispiel in vorliegendem Falle. Dieser Charakterzug ist übrigens außerordentlich vielen Menschen eigen und sogar gescheiten, nicht nur solchen wie Fjodor Pawlowitsch. Peter Alexandrowitsch führte diese Angelegenheit mit Leidenschaft und ward sogar, gemeinsam mit Fjodor Pawlowitsch, zum Vormund des Kindes ernannt, weil trotz allem die Mutter ein kleines Gut und ein Haus mit Garten hinterlassen hatte. Mitja siedelte tatsächlich zu diesem entfernten Onkel über. Der aber hatte keine eigene Familie, und da er selber, nachdem er seine Einkünfte aus seinen Gütern geregelt und gesichert hatte, sogleich wiederum auf lange Zeit nach Paris eilte, so vertraute er das Kind einer seiner Tanten an, einer Moskauer Dame. So kam es denn, dass, nachdem er sich in Paris eingelebt hatte, auch er das Kindes vergaß, namentlich als eben jene Februarrevolution ausbrach, die so sehr seine Einbildungskraft erregte und die er nie mehr vergessen konnte, sein ganzes Leben nicht. Die Moskauer Dame starb aber, und Mitya ging zu einer ihrer verheirateten Töchter über. Es scheint, er hat dann auch später noch zum vierten Mal sein Nest gewechselt. Hierüber werde ich mich aber jetzt nicht auslassen, umso weniger als noch viel zu erzählen sein wird von diesem Erstgeborenen des Fjodor Pawlowitsch, weshalb ich mich vorher nur auf die allernotwendigsten Mitteilungen über ihn beschränke, ohne die ich diesen Roman nicht beginnen kann. Dieser Dmitri Fjodorowitsch war nur einer von den drei Söhnen des Fjodor Pawlowitsch, und er wuchs heran in der Überzeugung, dass er in einigermaßen gewisses Vermögen besitze und bei seiner Volljährigkeit unabhängig sein werde. Sein Jünglingsalter und seine Jugendjahre verliefen unregelmäßig. Das Gymnasium beendete er nicht. Er kam dann in eine Militärschule, ward nach dem Kaukasus verschlagen, zum Offizier befördert, schlug sich im Duell, Ward degradiert, diente sich wieder herauf, bummelte viel und verbrauchte verhältnismäßig viel Geld. Von Pjedor Pawlowitsch erhielt er solches erst nach seiner Volljährigkeit. Bis dahin musste er Schulden machen. Sein Vater Fjedor Pawlowitsch sah er nach seiner Volljährigkeit zum ersten Male und lernte ihn erst kennen, als er in unsere Stadt gekommen war, zu dem einen Zwecke, sich mit ihm wegen seines Vermögens auseinanderzusetzen. Es scheint, sein Vater hat ihm damals nicht gefallen. Er verweilte bei ihm nur kurze Zeit und reiste rasch ab, nachdem er von ihm nur eine gewisse Summe zu erlangen vermocht hatte und dem er mit ihm ein Abkommen traf, wegen der weiteren Auszahlung der Einkünfte aus dem Gut, über dessen, das ist eine bemerkenswerte Tatsache, Ertragsfähigkeit und Wert er damals nichts von Fjodor Pawlowitsch zu erfahren vermocht hatte. Fjodor Pawlowitsch bemerkte damals auf den ersten Blick, und das muss man wohl im Gedächtnis behalten, dass Mitya von seinem Vermögen eine übertriebene und unrichtige Vorstellung habe. Fjodor Pawlowitsch war damit sehr zufrieden, da er seine besonderen Berechnungen hatte. Er bemerkte, dass der junge Mann leichtsinnig war, streitsüchtig, von Leidenschaften beherrscht, ungeduldig, ein Bummler, dem man nur von Zeit zu Zeit eine kleine Geldsumme in die Hand gibt, und er beruhigte sich sogleich wenn auch natürlich nur auf kurze Zeit. Und gerade das begann Fjodor Pawlowitsch auszunutzen. Das heißt, sich Ruhe vor ihm zu verschaffen mit kleinen Gaben und periodischen Sendungen. Und schließlich kam es so, dass als schon vier Jahre später Mitya die Geduld ausging und er in unser Städtchen kam, um endgültig mit seinem Vater seine Angelegenheiten zu ordnen, es sich plötzlich zu seinem großen Staunen erwies, dass er schon nichts mehr besaß. Dass es sogar kaum möglich war, eine Abrechnung aufzustellen, dass er in Geld bei Fjodor Pawlowitsch schon mehr genommen hatte, als der Wert seines Besitztums ausmachte. Ja, dass er ihm vielleicht sogar bereits seinerseits schuldig war, dass nach diesen und jenen Abmachungen, die er selber irgendwann zu treffen gewünscht hatte, er auch kein Recht habe, mehr zu verlangen. Der junge Mann war erschüttert, vermutete Unrecht, betrug, geriet fast außer sich und verlor beinahe seinen Verstand. Und gerade dieser Umstand führt auch zu jener Katastrophe, deren Erörterung den Gegenstand meines ersten einleitenden Romans bildet, oder besser gesagt, seiner äußeren Seite. Bevor ich aber zu diesem Roman übergehe, muss ich auch noch von den zwei anderen Söhnen des Fieder Pawlowitsch erzählen, den Brüdern des Mitya, und mitteilen, von woher sie stammen. Drittens die zweite ehe und die kinder aus dieser nachdem fjodor pawlowitsch den vierjährigen mitya aus dem hause gegeben hatte heiratete er sehr bald danach zum zweiten male diese ehe fährte ungefähr acht jahre er nahm seine zweite gattin aus einem anderen gouvernement wohin er in einer kleinen unternehmung gereist war auf die er sich in gemeinschaft mit einem jüdlein eingelassen hatte wenngleich fjodor pawlowitsch bummelte trank und wüstete so hörte er doch niemals auf, sich mit der Anlage seines Kapitals zu beschäftigen, und er wickelte seine Geschäfte stets sehr erfolgreich ab, wenn auch fast immer auf betrügerische Weise. Sophie Iwanowna war eine Weise, elternlos von früher Kindheit an. Als Tochter irgendeines ungebildeten Diakons war sie herangewachsen, in dem Hause ihrer Wohltäterin, Erzieherin und Quälerin, einer angesehenen Greisengeneralin, der Witwe des Generals Worochow. Die näheren Umstände kenne ich nicht. Ich habe nur gehört, dass man dies Pflegekind, das sanft, ohne jede Bosheit und stets nachgiebig war, eines Tages aus einer Schlinge nahm, die es um einen Nagel in der Vorratskammer geschlungen hatte. So schwer war es dem Mädchen, die Eigenart und ewigen Vorwürfe dieser offenbar bösartigen Greisin zu ertragen, die wohl nur deshalb, weil sie nichts zu tun hatte, zu dem unausstehlichsten aller Querköpfe geworden war. Fyodor Pawlowitsch bot seine Hand an. Man erkundigte sich über ihn und jagte ihn fort. Und da machte er wiederum, wie bei seiner ersten Ehe, der Weise den Vorschlag, sie zu entführen. Sehr, sehr wahrscheinlich, dass ihm um nichts in der Welt gefolgt wäre, wenn sie rechtzeitig über ihn mehr Einzelheiten erfahren hätte. Die Sache spielte aber in einem anderen Gouvernement. Ja, und was konnte ein 16-jähriges Mädchen auch anders begreifen? als dass es besser sei, ins Wasser zu gehen, als bei ihrer Wohltäterin zu bleiben. So vertauschte denn die Ärmste ihre Wohltäterin gegen einen Wohltäter. Fjodor Pawlowitsch ergatterte diesmal keinen Kopeken, weil die Generalin sich erzürnt hatte, gar nichts mitgab und zudem noch beide verfluchte. Er rechnete aber auch diesmal gar nicht darauf, Geld zu erhalten, ihn reizte nur die außerordentliche Schönheit des zarten Mädchens und vor allem ihr unschuldiger Gesichtsausdruck, den gerührt hatte ihn einen Wüstling, der bis dahin nur die grobe weibliche Schönheit verehrt hatte. Mir sind diese unschuldigen Äuglein damals wie mit dem Rasiermesser über die Seele gestrichen, pflegte er später zu erzählen, indem er in seiner widerlichen Art grinste. Im Übrigen, bei einem Wüstling konnte auch dies nur ein Trieb der Wollust sein. Da er indes keinerlei Mitgift erhalten hatte, machte Fjodor Pawlowitsch mit der Gattin keine Umstände. Und Vorteil daraus ziehend, dass sie sozusagen vor ihm schuldig war und dass er sie fast aus der Schlinge genommen hatte, mißbrauchte er zudem noch ihre ganz außerordentliche Sanftmut und Nachgiebigkeit und trat selbst die allerelementarsten ehelichen Anstandsregeln unter die Füße. In sein eigenes Haus, wo seine Gattin weilte, kamen Dirnen angefahren und dort wurden Orgien gefeiert. Als einen bemerkenswerten Zug berichte ich noch, dass der Diener, Gregori, ein finsterer, dummer und eigensinniger Resonneur, der die frühere Herrin Adeleid Iwanowna gehasst hatte, diesmal die Partei der neuen Herren nahm, sie schützte und ihretwegen mit Fjodor Pawlowitsch in einer für einen Dienstboten fast unerlaubten Weise zankte. Einmal hatte er sogar eine solche Orgie auseinandergetrieben und die Dirnen, die zu Gast gekommen waren, mit Gewalt davongejagt. In der Folge verfiel dann die unglückliche, von frühester Kindheit an eingeschüchterte junge Frau bei der ersten Geburt einer gewissen Frauennervenkrankheit, der man am häufigsten im einfachen Volke bei den Bauernweibern begegnet, die wegen dieser Krankheit Schreierinnen genannt werden. Infolge dieser Krankheit, die von furchtbaren, hysterischen Anfällen begleitet war, verlor die Kranke zu Zeiten sogar die Herrschaft über ihren Verstand. Gleichwohl gebar sie dem Fjodor Pawlowitsch zwei Söhne, Iwan und Alexei, den einen im ersten Jahre der Ehe, den zweiten drei Jahre später. Als sie starb, stand der Knabe Alexei im vierten Lebensjahr, und wenn es auch seltsam ist, ich weiß es aber, dass er sich seiner Mutter dann sein ganzes Leben lang erinnerte. Freilich wie im Traum. Bei ihrem Tod ging es den beiden Knaben fast genauso wie seinerzeit dem erstgeborenen Mietje. Sie wurden von ihrem Vater völlig vergessen und im Stich gelassen, kamen zu demselben Grigori und wohnten bei ihm in der Gesindestube. Dort fand sie auch der alte Querkopf von Generalin, die Wohltäterin und Erzieherin ihrer Mutter. Sie war noch am Leben und die ganze Zeit über vermochte sie nicht die ihr angetane Beleidigung zu vergessen. Vom Leben und Treiben ihrer Sophie hatte sie die acht Jahre hindurch unter der Hand die allergenauesten Nachrichten, und als sie vernahm, dass sie krank war und welche Abscheulichkeiten sie umgaben, sagte sie zwei oder dreimal laut zu ihren Gevatterinnen So gehört es sich hier auch. Das hat ihr Gott geschickt für ihre Undankbarkeit. Genau drei Monate nach dem Tode von Sophie Iwanowna erschien plötzlich die Generalin in unserer Stadt persönlich und fuhr gleich in die Wohnung des Fjodor Pawlowitsch. Alles in allem verweilte sie im Städtchen etwa eine halbe Stunde. Sie tat aber vieles. Es war um die Abendstunde. Fjodor Pawlowitsch, den sie die ganzen acht Jahre hindurch nicht gesehen hatte, kam zu ihr ins Vorzimmer in angeheitertem Zustande. Man erzählt, sie habe augenblicklich ohne irgendwelche Erklärung, sobald sie nur seiner ansichtig geworden sei, ihm zwei tüchtige schallende Ohrfeigen gegeben und ihn dreimal am Schopfe von oben nach unten gerissen. Dann habe sie sich, ohne ein Wort hinzuzufügen, geradewegs in die Gesindestube zu den Knaben begeben. Da sie auf den ersten Blick bemerkt hatte, dass die ungewaschen waren und schmutzige Wäsche anhatten, gab sie sogleich auch noch dem Grigori eine Ohrfeige und erklärte ihm, sie werde beide Kinder zu sich nehmen. Dann führte sie sich hinaus, wie sie gerade angezogen waren, hüllte sie in eine Reisedecke, setzte sie in ihren Wagen und brachte sie in ihre Stadt. Grigori nahm die Ohrfeige hin wie ein ergebener Sklave, ohne ein grobes Wort zu sagen. Als er die Greisin zum Wagen geleitet hatte, verneigte er sich tief und sprach eindringlich, Gott werde ihr an Stelle der Weisen heimzahlen, was sie an ihnen getan habe. Aber gleichwohl bist du ein Tölpe, schrien die Generale noch zu, als der Wagen sich bereits in Bewegung setzte. Fjedor Pawlowitsch überlegte sich die Sache und fand, dass es so gut sei. Er erklärte sich denn auch, wie es die Generalin von ihm verlangte, schriftlich mit allem einverstanden und gab seine formelle Erlaubnis dazu, dass die Generalin seine Kinder erzöge. Um aber von den erhaltenen Ohrfeigen zu erzählen, fuhr er selber in der ganzen Stadt umher. Es begab sich nun, dass die Generalin bald darauf starb, nachdem sie vorher in ihrem Testamente beiden Knaben je tausend Rubel vermacht hatte. Zu ihrer Erziehung und damit dies ganze Geld unbedingt für sie verwandt werde, so aber daß es bis zu ihrer volljährigkeit ausreiche weil diese summe schon mehr als genug sei für solche kinder wenn es aber jemandem spaß mache so möge er nur selber seinen beutel auftun und so weiter und so weiter ich selber habe das testament nicht gelesen aber gehört daß etwas seltsames darin stand von dieser art und allzu eigenartig ausgedrückt als haupterbe der greisen erwies sich indes ein ehrenhafter mann der gouvernements adelmarschall Jefim Petrowitsch Poljenow. Nachdem der mit Fjodor Pawlowitsch Briefe gewechselt und sofort erraten hatte, dass man von dem kein Geld für die Erziehung seiner Kinder herausbekommen könne, wiewohl der niemals geradezu abschlug, vielmehr immer nur die Verhandlungen in die Länge zog, wobei er sich zuweilen sogar in Empfindsamkeiten ergoß, nahm er persönlichen Anteil an den Waisen und gewann besonders den Jüngeren von ihnen lieb, Alexei so dass der lange Zeit sogar in seiner Familie erzogen wurde. Dies bitte ich den Leser gleich von Anfang an zu beachten. Und wenn die jungen Leute jemandem verpflichtet waren für ihre Erziehung und Bildung für ihr ganzes Leben, so eben diesem Jefim Petrowitsch, einem so edlen und menschenfreundlichen Manne, dessengleichen man nur selten begegnet. Er bewahrte jeden der kleinen unberührt die von ihnen von der Generalin vermachten tausend Rubel, so dass diese bei ihrer Volljährigkeit mit den Zinsen auf je 2000 Rubel angewachsen waren. Er zog sie dabei auf seine Kosten und gab natürlich weit mehr aus als 1000 Rubel für einen jeden. Auf eingehende Schilderungen ihrer Kindheit und ihres Jünglingsalters will ich mich wiederum vor der Hand nicht einlassen, vielmehr nur die allerwichtigsten Umstände andeuten. Im Übrigen erwähne ich von dem Älteren, Iwan, bloß dass er zu einem mürrischen und in sich verschlossenen Knaben heranwuchs, der durchaus nicht schüchtern, aber schon mit zehn Jahren dahinter gekommen war, dass sie trotz allem in fremdem Hause und auf fremde Gnaden heranwuchsen und dass ihr Vater ein Mensch sei, von dem zu sprechen man sich schämen musste. Dieser Knabe begann sehr rasch, fast schon als kleines Kind, so erzählte man wenigstens, ganz ungewöhnlich glänzende Anlagen zum Lernen an den Tag zu legen. Genau weiß ich es nicht. Er hat aber, so scheint es, kaum dreizehn Jahre alt, die Familie des Jefim Petrowitsch verlassen, indem er an eines der Moskauer Gymnasien überging und zu einem erfahrenen und seinerzeit berühmten Pädagogen, einem Jugendfreunde des Jefim Petrowitsch, in Pension kam. Iwan selber pflegte zu sagen, dies sei sozusagen dem Feuereifer zu guten Taten des Jefim Petrowitsch entsprungen, der sich in die Idee vernarrt habe, ein Knabe von genialen Anlagen müsse auch bei einem genialen Erzieher erzogen werden. Im Übrigen weilte weder Jefim Petrowitsch noch der geniale Erzieher mehr unter den Lebenden, als der junge Mann nach Beendigung des Gymnasiums die Universität bezog. Da Jefim Petrowitsch schlechte Vorkehrungen getroffen hatte und die Auszahlung seines ihm von dem Querkopf von Generalen vermachten Geldes, das durch die Zinsen schon auf zweitausend Rubel angewachsen war, wegen verschiedener bei uns nun einmal unvermeidlicher Formalitäten und Verzögerungen sich hinschleppte, so ward es dem jungen Menschen die ersten zwei Jahre auf der Universität sehr sauer, weil er die ganze Zeit über gezwungen war, sich zu erhalten und gleichzeitig zu lernen. Es ist zu beachten, dass er damals nicht einmal den Versuch machen wollte, sich in einen Briefwechsel mit seinem Vater einzulassen. Vielleicht aus Stolz, aus Verachtung gegen ihn, vielleicht aber auch nur in kalter, gesunder Überlegung, die ihm gezeigt hatte, dass er von seinem Vater niemals eine nur irgendwie ernsthafte Unterstützung erhalten werde. Wie dem aber auch gewesen sein mag. Der junge Mensch verlor sich keinen Augenblick und verschaffte sich Arbeit, erst mit Stunden zu zwanzig Kopeken, dann, indem er bei den Redaktionen der Zeitung herumlief und kleine Aufsätze von zehn Zeilen über Straßenvorkommnisse einreichte, mit der Unterschrift Ein Augenzeuge. Diese kleinen Berichte waren, so sagte man, Immer so anregend und reizvoll abgefasst, daß sie rasch in Umlauf kamen, und schon in diesem einen wies der junge Mensch seine ganze praktische und geistige Überlegenheit über jenen so großen, ewig notleidenden und unglücklichen Teil unserer lernenden Jugend beiderlei Geschlechts, die in der Hauptstadt gewöhnlich von morgens bis abends die Redaktionen der verschiedenen Zeitungen und Journale überlaufen, ohne sich etwas Besseres auszudenken als immer wieder darum zu bitten ihnen Übersetzungen aus dem Französischen oder ganz einfach Abschriften zu geben. Nachdem sich Iwan Fjodorowitsch einmal mit den Redaktionen bekannt gemacht hatte, brach er hinfort niemals mehr die Verbindung mit ihnen ab. Und in den letzten Jahren seines Universitätsbesuches begann er außerordentlich talentvolle Besprechungen verschiedener Bücher, speziellen Inhaltes drucken zu lassen, so dass er sogar in den literarischen Zirkeln bekannt ward. Im Übrigen gelang es ihm nur in der allerletzten Zeit und rein zufällig, mit einem Male die besondere Aufmerksamkeit eines viel größeren Kreises von Lesern zu erregen, so daß damals sehr viele gleichzeitig auf ihn aufmerksam wurden und er ihnen in Erinnerung blieb. Das war ein ziemlich merkwürdiger Vorfall. Als Iwan sich bereits anschickte, die Universität zu verlassen und für seine 2000 Rubel eine Auslandsreise zu unternehmen, Ließ er plötzlich in einer der großen Zeitungen einen seltsamen Artikel drucken, der die Aufmerksamkeit sogar der Nichtfachleute auf sich lenkte, und was das auffallendste ist, über einen Gegenstand, der ihm durchaus fern lag, denn er beendete den Lehrgang als Naturwissenschaftler. Der Artikel war über eine Frage geschrieben, die damals in aller Munde war: die Frage des kirchlichen Gerichtes. Indem Iwan einige bereits gefällte Urteile besprach, umschrieb er auch seinen persönlichen Standpunkt. Die Hauptsache lag im Ton und darin, dass die Schlussfolgerung außerordentlich unerwartet erschien. Viele von den Anhängern der Kirche hielten den Autor entschieden für den ihrigen, und plötzlich begannen zugleich mit ihnen nicht nur die Anhänger des bürgerlichen Gerichtes, vielmehr selbst die Atheisten ihrerseits Beifall zu spenden. Schließlich kamen einige findige Köpfe zu der Erkenntnis, dass der ganze Artikel nur eine Farce und eine Verhöhnung darstellte. Ich erinnere an diesen Fall besonders deshalb, weil besagter Artikel seiner Zeit auch in unser berühmtes, vor den Toren unseres Städtchens gelegenes Kloster gelangte, wo man sich überhaupt für die Frage des kirchlichen Rechtes interessierte und völlige Ratlosigkeit hervorrief. Als man indessen den Namen des Autors erfahren hatte, interessierte man sich auch deshalb dafür, weil der Autor aus unserem Städtchen stammte und gerade ein Sohn dieses selbigen Fjodor Pawlowitsch war. Und er erschien plötzlich zu dieser selbigen Zeit der Autor selbst in unserer Stadt. Weshalb damals Iwan Fjodorowitsch zu uns kam, diese Frage legte ich mir, ich entsinne mich, sogar damals schon fast mit einer gewissen Unruhe vor. Diese so verhängnisvolle Ankunft, die für so viele Folgen zum Ausgang diente, blieb für mich lange nachher noch fast für immer eine unklare Sache. Überhaupt, wenn man darüber nachdachte, war es seltsam, dass ein junger Mensch, der so gebildet, augenscheinlich so stolz und vorsichtig war, plötzlich in ein so abscheuliches Haus trat. Zu einem solchen Vater, der ihn sein ganzes Leben ignoriert hatte, ihn nicht kannte, sich seiner nicht erinnerte, und der, wenn er auch natürlich für nichts in der Welt und unter keinen Umständen seinem Sohne Geld gegeben hätte, wenn der ihn darum gebeten hätte, gleichwohl sein ganzes Leben davor zitterte, auch die Söhne Alexei und Iwan möchten einmal zu ihm kommen und Geld von ihm fordern. Und da lässt sich der junge Mann im Hause eines solchen Vaters nieder, lebt mit ihm einen Monat, noch einen, und beide leben sich miteinander ein, wie man es sich besser gar nicht wünschen konnte. Letzteres setzte sogar nicht bloß mich, vielmehr auch viele andere in Erstaunen. Peter Alexandrowitsch Miusow, von dem ich schon weiter oben gesprochen habe, ein weitläufiger Verwandter des Fjodor Pawlowitsch von seiner ersten Gattin her, hielt sich damals wiederum bei uns auf, in seinem vor den Toren der Stadt gelegenen Gute. Er war aus Paris, wo er sich schon für immer niedergelassen hatte, zu Besuch gekommen. Ich entsinne mich. Er gerade hatte sich mehr als alle anderen darüber gewundert, nachdem er die Bekanntschaft dieses jungen Mannes gemacht hatte, der ihn außerordentlich interessierte und mit dem er sich nicht ohne inneres Weh, bisweilen sich in Kenntnissen zu überbieten suchte. Er ist stolz, sagte er damals in Bezug auf Iwan, er wird sich stets seine Kopeken verdienen, er hat auch jetzt Geld, um ins Ausland zu reisen. Was hat er dann aber hier verloren? Allen ist doch klar, dass er zu seinem Vater nicht des Geldes wegen kam, weil solches der Vater in keinem Falle geben würde. Schnaps zu trinken und zu wüsten liebt er nicht, und dabei kann der Greis ohne ihn gar nicht mehr auskommen, so sehr haben sie sich miteinander eingelebt. Das war die Wahrheit. Der junge Mann hatte sogar einen sichtbaren Einfluss auf den Greis. Der begann fast schon ihm zu folgen, wenn er auch ganz außerordentlich und zu gegebener Stunde sogar in höchst bösartiger Weise eigensinnig war. Der Greis begann nunmehr sogar sich bisweilen anständiger zu benehmen. Nur in der Folge erwies es sich, dass Iwan Fjodorowitsch teilweise auf Bitten, und in den Angelegenheiten seines ältesten Bruders Dmitri Fjodorowitsch gekommen war, den er gleichfalls erst um diese Zeit, eben bei diesemselben Aufenthalte, zum ersten Male im Leben sah und kennenlernte, mit dem er indes wegen einer wichtigen Angelegenheit, die mehr den Dmitri Fjodorowitsch anging, schon vor seiner Ankunft aus Moskau in Briefwechsel getreten war. Was das aber für eine Angelegenheit war, wird der Leser bis ins Einzelne erst zu gegebener Zeit erfahren. Dessen ungeachtet erschien mir auch sogar damals, als ich um diesen besonderen Umstand schon wusste, Iwan Fjodorowitsch immer noch rätselhaft und seine Ankunft bei uns gleichfalls unerklärlich. Ich fügte hinzu, dass Iwan Fjodorowitsch damals den Anschein erweckte, als spiele er den Vermittler und Versöhner zwischen dem Vater und dem älteren Bruder Dmitri Fjodorowitsch, der damals mit seinem Vater einen großen Streit begonnen hatte und in aller Form Geldforderungen ihm gegenüber Geld machte. Diese kleine Familie, ich wiederhole es, vereinigte sich damals zum ersten Male im Leben und einige ihrer Mitglieder sahen sich damals überhaupt zum ersten Male. Nur der jüngste Sohn, Alexej Fedorowitsch, lebte schon ein Jahr vor dem bei uns und war so früher als alle anderen Brüder zu uns gekommen. Gerade über diesen Alexei fällt es mir am allerschwersten, in dieser meiner einführenden Erzählung zu sprechen, ohne ihn vorher auf die Szene des Romans zu führen. Es ist aber nötig, auch über ihn eine Einführung zu schreiben, wenigstens um ihm voraus einen sehr seltsamen Umstand zu erklären. Ich sehe mich nämlich genötigt, meinen zukünftigen Helden in der ersten Szene seines Romans den Lesern in der Kutte eines dienenden Klosterbruders vorzustellen. Ja, schon ein Jahr lang lebte er damals in unserem Kloster und es schien so, als bereite er sich vor, sich für sein ganzes Leben in ihm einschließen zu lassen. Viertens, der dritte Sohn Alesha. Er war erst 20 Jahre alt. Sein Bruder Ivan stand damals im 24. und der ältere Bruder Dimitri im 28. Lebensjahre. Vor allem erkläre ich, dass dieser Jüngling Alesha durchaus kein Fanatiker war, und wenigstens meiner Meinung nach sogar überhaupt nicht mystisch veranlagt. Ich will im Voraus meine ganze Meinung über ihn sagen. Er war einfach ein früher Menschenfreund. Und wenn er den Weg ins Kloster gewählt hatte, so geschah es nur deshalb, weil zu dieser Zeit dieser Weg allein ihm Anreiz bot und ihm sozusagen einen idealen Ausweg wies für seine Seele, der aus dem Dunkel der Weltenübel sich losrang zum Lichte der Liebe. Und es reizte ihn dieser Weg nur deshalb, weil er auf ihm damals einem seiner Meinung nach ganz außergewöhnlichen Wesen begegnet war. Unserem berühmten Greis Sosima, an den er sich angeschlossen hatte mit dem ganzen Feuer der ersten Liebe seines unersättlichen Herzens. Im Übrigen bestreite ich durchaus nicht, dass er auch damals schon ein ganz besonderer Mensch war, fast von seiner Wiege an. Ich habe bereits weiter oben darauf hingewiesen, dass obgleich er beim Tode seiner Mutter erst im vierten Lebensjahre stand, er sich ihrer in der Folge sein ganzes Leben hindurch erinnerte, ihres Gesichtes, ihrer Liebkosung, ganz so, als ob sie lebend vor mir stände. Derartige Erinnerungen können erhalten bleiben, und das ist allgemein bekannt, sogar aus noch früherer Zeit, selbst vom zweiten Lebensjahre an. Freilich nur, indem sie das ganze Leben hindurch gleichsam wie mit hellen Punkten aus dem Dunkel hervortreten, wie ein kleiner Fetzen, der Rausgerissen ward aus einem großen Gemälde, das längst alle Farben verlor und verschwand, bis eben auf diesen einen Fetzen. Genauso war es auch mit ihm. Er entsann sich an einem sommerlichen, stillen Abend. Das geöffnete Fenster, die schrägen Strahlen der untergehenden Sonne, gerade an diesen schrägen Strahlen entsann er sich am allerdeutlichsten. Ein Zimmer in der Ecke, das Heiligenbild, vor ihm das brennende Lämpchen, vor dem Heiligenbilde aber auf Knien schluchzend. Wie in einem hysterischen Anfall mit Winseln und Schreien seine Mutter, die ihn an beiden Armen gefasst hatte, ihn so heftig umarmt hielt, dass es weh tat und für ihn zur Mutter Gottes betete, indem sie ihn aus ihrer Umarmung heraus mit beiden Händen zum Heiligenbild streckte, als wolle sie ihn dem Schutze der Mutter Gottes anheimgeben. Und plötzlich läuft die Wärterin hinein und entreißt ihn der Mutter voll Schrecken. Das war das Bild. Alesha entsann sich in diesem Augenblick auch des Gesichtes seiner Mutter. Er pflegte zu sagen, er habe den Ausdruck der Ekstase gehabt, sei aber schön gewesen, soweit er sich zu entsinnen vermöge. Er pflegte aber nur selten jemandem diese Erinnerungen anzuvertrauen. In seiner Kindheit und in seinem Jünglingsalter war er wenig expansiv und sogar wenig redselig. Indes durchaus nicht aus Schüchternheit oder mürrischer Menschenscheu. Ganz im Gegenteil fiel aus einem anderen Grunde, wie aus irgendeiner inneren Sorge heraus, einer durchaus persönlichen, die zu den anderen in keiner Beziehung stand, für ihn aber so wichtig war, dass er ihretwegen die anderen aus dem Gedächtnis verlor. Er liebte aber die Menschen. Er lebte, so schien es, sein ganzes Leben lang in völligem Vertrauen auf die Menschen, und trotzdem hielt ihn niemand jemals weder für beschränkt noch für naiv. Etwas war in ihm, das sagte, und gab deutlich zu verstehen, ja auch sein ganzes späteres Leben hindurch, dass er nicht Richter sein wollte über die Menschen, dass er es nicht auf sich nehmen wollte, andere zu verdammen, und dass er durch nichts dazu zu bewegen war, die Menschen abzuurteilen. Es schien sogar, dass er alles gelten ließ und niemals etwas verdammte, wenn es sich auch oft sehr bitter grämte. Damit noch nicht genug, war er in diesem Sinne so weit gegangen, dass sie niemand, weder in Staunen noch in Schrecken zu versetzen mochte, und das sogar von seiner allerfrühesten Jugend an. Als er mit zwanzig Jahren bei seinem Vater erschien, tatsächlich in einer Höhle schmutzigen Lasters, er ein Keuscher und Reiner, pflegte er sich nur schweigend zu entfernen, wenn es unerträglich war mit anzusehen, was dort vor sich ging, aber ohne das geringste Anzeichen der Verachtung oder des Verdammens von irgendwem. Sein Vater, der einstmals Schmarotzer gewesen war und sich deshalb empfindlich und feinhörig erwies in Hinsicht auf Beleidigungen, und der ihm anfangs mit Misstrauen und mürrisch begegnet war der schweigt viel und wird wohl mancherlei für sich denken, begann nach kurzer Zeit ihn furchtbar oft zu umarmen und zu küssen, nicht weniger oft als ungefähr alle zwei Wochen, freilich mit Tränen der Trunkenheit, mit der Empfindsamkeit des Berauschten aber es war doch ganz offenbar, dass er ihn liebgewonnen hatte, aufrichtig und tief. Und so wie es natürlich einem solchen wie er noch niemals gelungen war. Ja und alle liebten diesen Jüngling, wo er auch erschienen mochte, und das von seinen frühesten Kinderjahren an. Als er im Hause seines Wohltäters und Erziehers verweilte, des Jefim Petrowitsch Poljenow, hatten sich alle in dieser Familie so an ihn angeschlossen, dass sie ihn durchaus so hielten, als ob er durch seine Geburt ihnen zugehöre. Dabei war er aber in dies Haus gekommen, noch in so jungen Jahren, dass man durchaus nicht berechnende Schlauheit annehmen darf, Ränke oder Künste zu gefallen und zu schmeicheln, mit einem Worte den Willen und das Vermögen, andere zur Liebe zu zwingen. Es lag mithin die Gabe, eine ganz besondere Liebe zu sich zu erregen, in ihm beschlossen, sozusagen in seinem Wesen selber, Kunstlos und unmittelbar. Ganz so ging es ihm in der Schule, und dabei hätte es den Anschein haben sollen, als gehöre gerade er zu den Kindern, die gegen sich das Misstrauen der Kameraden erregen, bisweilen ihren Spott und wohl auch gelegentlich ihren Hass. Er pflegte sich zum Beispiel in seine Gedanken zu vertiefen und sonderte sich gleichsam ab. Er liebte es von frühester Kindheit an, sich in einen Winkel zurückzuziehen, und dort Bücher zu lesen. Und dessen ungeachtet gewann ihn auch seine Schulkameraden so lieb, dass man ihn mit vollem Recht den Liebling aller nennen konnte, die ganze Zeit seines Schulbesuches hindurch. Er war selten ausgelassen, sogar selten heiter, aber alle, wenn sie nur auf ihn hinblickten, erkannten sogleich, dass dies durchaus nicht in irgendeiner Mürrischkeit seinen Ursprung hatte, dass er im Gegenteil gleichmäßig und klar war. Unter seinen Altersgenossen mochte er sich niemals vordringen, vielleicht gerade aus diesem Grunde fürchtete er sich niemals vor irgendwem, und dabei verstanden seine Kameraden sogleich, dass er sich durchaus nicht mit seiner Furchtlosigkeit brüstete, vielmehr so vor sich hinblickte, als begreife er überhaupt gar nicht, dass er kühn und furchtlos sei. Ihm zugefügte Beleidigungen bildte er nie im Gedächtnis. Es kam vor, dass er schon eine Stunde nachher dem Beleidiger antwortete und selber mit ihm ein Gespräch anknüpfte, mit einem so vertrauensvollen und klaren Blick, als ob niemals irgendetwas zwischen ihnen gewesen sei. Es hatte dabei keineswegs den Anschein, als habe er zufällig vergessen oder geflissentlich die Beleidigung verziehen. Er hielt sie vielmehr ganz einfach nicht für eine Beleidigung. Und das nahm die Kinder entschieden gefangen und entwaffnete sie. Es war in ihm nur ein einziger Zug, der in allen Klassen des Gymnasiums, von den untersten an bis zu den höchsten, in seinen Kameraden das beständige Verlangen erregte, ihn zu hänseln, aber nicht aus bösem Spott, vielmehr nur deshalb, weil ihn dabei lustig zumute war. Dieser Zug in ihm war eine ungebändigte, fanatische Schamhaftigkeit und Keuschheit. Gewisse Worte und Unterhaltungen über das weibliche Geschlecht konnte er einfach nicht anhören. Diese gewissen Worte und Unterhaltungen sind leider nicht auszurotten in den Schulen. Knaben, die rein sind an Seele und Herz, fast doch Kinder, lieben es sehr häufig, in der Klasse miteinander und sogar ganz laut über solche Dinge zu sprechen, wovon sich nicht einmal Soldaten zu unterhalten pflegen. Nicht nur das, manche Soldaten wissen und verstehen vieles nicht von dem, was in dieser Art schon so jungen Menschen bekannt ist, den Kindern unserer intelligenten und höchststehenden Gesellschaft. Sittliche Verworfenheit ist das am Ende noch nicht, auch nicht wirklicher aus Verdorbenheit hervorgehender innerer Zynismus, es ist das aber ein äußerer Zynismus, und er gilt bei Ihnen nicht selten sogar gerade für etwas Delikates, Feines, einem flotten Burschen zukommendes, der Nachahmung würdiges. Da die Kameraden sahen, dass Alescha Karamasow, wenn sie wiederum davon sprachen, sich rasch die Finger in beide Ohren stopfte, so stellten sich bisweilen absichtlich in ganzen Haufen zu ihm hin, und indem sie ihm gewaltsam die Hände von den Ohren nahmen, schrien sie ihm in beide Ohren Abscheulichkeiten, während er sich loszureißen strebte, sich zu Boden fallen ließ und sich zu verbergen suchte. Aber alles ohne ihn ein Wort zu sagen, ohne zu schimpfen, indem er schweigend die Beleidigung ertrug. Endlich ließen sie ihn in Frieden und hänselten ihn nicht mehr als ein kleines Mädchen, blickten vielmehr in dieser Hinsicht, mit Mitleid auf ihn. Er gehörte übrigens in der Klasse immer zu denen, die am besten lernten, wenn er auch niemals als Klassenerster galt. Als Jefim Petrowitsch starb, blieb Aljescha noch zwei Jahre auf dem Gymnasium der Gouvernement statt. Die untröstliche Gattin des Jefim Petrowitsch begab sich fast unmittelbar nach seinem Tode auf lange Zeit mit ihrer ganzen Familie, die nur aus Personen weiblichen Geschlechts bestand, nach Italien. Jescha aber kam zu zwei Damen ins Haus, die er bisher niemals gesehen hatte. Irgendwie entfernten Verwandten des Jefim Petrowitsch. Unter welchen Bedingungen er aber bei ihnen weilte, das wusste er selber nicht. Es war bezeichnet für ihn, und zwar in hohem Grade, dass er niemals danach fragte, auf welcher Leute Kosten er lebte. Hierin war er das vollständige Gegenteil seines älteren Bruders Iwan Fjodorowitsch, der die ersten zwei Jahre auf der Universität Armut gelitten hatte, der sich lediglich von seiner eigenen Arbeit erhielt und der von früher Kindheit an bitter empfunden hatte, daß er auf Kosten eines Wohltäters lebte. Es scheint indes, man konnte diesen seltsamen Zug in dem Charakter des Aljescha nicht allzu streng verurteilen, weil wenn nur ein klein wenig kennengelernt hatte, sobald sich nur hierüber die Frage erhob, durchaus überzeugt war, daß Aljescha zweifellos zu solchen Jünglingen in der Art der Gottesnarren gehörte dass wenn ihm etwa plötzlich ein ganzes Kapital zufallen würde, er dann nicht zögern würde, es auf die erste Bitte hinwegzugeben, entweder zu einem guten Zwecke oder vielleicht ganz einfach einem geschickten Schlauberger, wenn der ihn darum gebeten hätte. Ja und überhaupt, er verstand wohl auch gar nicht den Wert des Geldes. Ich meine das natürlich nicht im wörtlichen Sinne. Als man ihm Taschengeld aushändigte, worum er selber nie gebeten hatte, wusste er entweder eine ganze Woche lang nicht, was er damit anfangen sollte, oder er aber gab gar nicht Acht auf es, und es war ihm nur verschwunden. Peter Alexandrowitsch Mjursow, der in Hinsicht auf Geld und bürgerliche Ehrenhaftigkeit sehr empfindlich war, sagte einstmals, indem er auf Alexei hinblickte, folgenden Aphorismus Seht, das ist vielleicht der einzige Mensch, der, sollte man ihn plötzlich allein und ohne Geld inmitten eines Platzes einer ihm unbekannten Million stattlassen, Niemals zugrunde gehen, nicht vor Hunger und Kälte sterben wird, wenn man ihn sogleich ernähren und unterbringen würde. Und wenn man ihn auch nicht unterbringen wird, so wird er sich selber sogleich versorgen. Und das wird ihn keinerlei Anstrengung kosten und auch keinerlei Erniedrigung. Und dem, der ihn untergebracht hat, wird das keinerlei Last sein. Vielleicht wird man das ganz im Gegenteil für ein Vergnügen halten. Das Gymnasium beendete er nicht, ihm blieb noch ein ganzes Jahr, als er plötzlich seinen Damen erklärte, er werde zu seinem Vater fahren, wegen einer Angelegenheit, die ihm eingefallen sei. Den Damen tat es sehr leid um ihn, und sie wollten ihn kaum ziehen lassen. Die Fahrt kostete sehr wenig, und die Damen erlaubten ihm nicht, seine Uhr zu versetzen, ein Geschenk der Familie des Wohltäters vor ihrer Abreise ins Ausland. Sie statteten ihn vielmehr reichlich mit Geldmitteln aus und sogar mit neuen Kleidern und Wäsche. Er gab ihnen indes die Hälfte des Geldes zurück, indem er erklärte, er wolle unbedingt in der dritten Klasse sitzen. Als er in unserem Städtchen angelangt war, antwortete er auf die erste Frage des Vaters, warum er sich denn eigentlich hierher bemüht habe, bevor er noch die Schule beendet habe, gar nichts. Er schien vielmehr, wie man erzählte, ganz außergewöhnlich in sich versunken. Bald erwies es sich, dass er das Grab seiner Mutter suchte. Er soll sogar selber damals eingestanden haben, er sei überhaupt nur deswegen hergekommen. Indes erschöpfte sich kaum hierin die ganze Ursache seines Herkommens. Am allerwahrscheinlichsten ist es, dass er damals selber nicht einmal wusste und es um nichts zu erklären vermocht hätte, was sich eigentlich plötzlich gleichsam erhoben hatte aus seiner Seele und ihn unabwendbar hinzog auf einen neuen, unbekannten, aber schon für ihn unausweichlichen Weg. Fjodor Pawlowitsch konnte ihm nicht zeigen, wo er seine zweite Frau bestattet hatte, weil er niemals an ihrem Grab gewesen war, nachdem man den Sarg verscharrt hatte und er der dazwischenliegenden Zeit wegen auch völlig aus dem Gedächtnis verloren hatte, wo sie damals beerdigt worden war. Noch ein Wort über Fjodor Pawlowitsch. Er hatte lange Zeit vor dem fern von unserer Stadt gelebt. Drei oder vier Jahre nach dem Tode seiner Frau war er nach dem Süden Russlands gereist und hatte sich endlich in Odessa niedergelassen, wo er dennoch mehrere Jahre hintereinander lebte. Er machte sich von Anfang an, seinen eigenen Worten nach, bekannt mit vielen Juden und Jüdchen, Jüdinnen und Jüdinnenchen. Und er sei schließlich sogar nicht nur bei den Juden, vielmehr auch bei den Hebräern empfangen worden. Man muss annehmen, dass er in dieser Periode seines Lebens seine ganz besondere Fertigkeit, Geld auszuleihen und wieder einzutreiben, zur Ausbildung brachte. Er kehrte von neuem in unser Städtchen zurück, und diesmal schon endgültig, erst drei Jahre vor der Ankunft des Aljescha. Seine früheren Bekannten fanden ihn furchtbar gealtert, obgleich er seinen Jahren nach durchaus nicht ein Greis war. Er hielt sich von nun an nicht gerade vornehmer, vielmehr nur frecher als vordem. Machte sich zum Beispiel das Bedürfnis nach Unverschämtheiten in dem ehemaligen Spaßmacher geltend, so hielt er nunmehr die anderen zum Narren. Mit Weibern zu wüsten liebte er nicht nur so wie vorher, vielmehr in noch abstoßenderer Weise. Bald verlegte er sich darauf, in unserem Kreise eine Menge neuer Kneipen zu gründen. Es war klar, dass er vielleicht Hunderttausende hatte, oder doch nicht viel weniger. Viele der Bewohner des Städtchens und des Kreises nahmen bei ihm Geld auf, versteht sich sicherst das unterpfand in der allerletzten zeit war er indes wie aufgedunsen es war als beginne er sein gleichmaß zu verlieren und sogar die fähigkeit einzubüßen sich rechnung abzulegen er verfiel in einen gewissen leichtsinn fing eine sache an und endigte mit einer anderen er begann sich bloßzustellen und betrank sich immer häufiger und wenn nicht immer derselbe diener grigori gewesen wäre der ebenfalls zu dieser Zeit beträchtlich gealtert war. Und wenn der nicht manchmal geradezu wie ein Erzieher nach seinem Herrn gesehen hätte, so hätte vielleicht Fjodor Pawlowitsch sehr große Unannehmlichkeiten erlebt. Die Ankunft des Algescha wirkte auf den Kreis, sogar nach der moralischen Seite hin. Gleich als ob in diesem vorzeitig gealterten etwas von dem aufgewacht sei, was längst in seiner Seele taub geworden war. Weißt du wohl, begann er häufig zu Aljescha zu sprechen, indem er auf ihn hinblickte, dass du ihr ähnlich bist, der Klikuscha? So pflegte er seine verstorbene Gattin zu nennen, die Mutter des Aljescha. Das Grab der Klikuscha wies endlich dem Aljescha, der Diener Grigori. Er führte ihn auf unseren städtischen Friedhof und dort, in einer abgelegenen Ecke, zeigte er ihm eine eiserne, nicht teure, aber saubere Grabplatte. Auf der sich sogar eine Aufschrift befand mit Namen, Stand, Alter und Todesjahr der Verstorbenen, und darunter war sogar etwas aufgezeichnet. In der Art eines Vierzeilers, aus den althergebrachten, allgemein auf den Gräbern von Leuten mittleren Standes gebräuchlichen Friedhofsversen. Erstaunlicherweise erwies sich diese Platte als das Werk des Gregori. Er selber hatte sie über dem Grab der armen Klikuscha errichten lassen und auf eigene Kosten nachdem Fjedor Pawlowitsch, dem er schon oftmals damit lästig gefallen war, dass er ihn an dieses Grab erinnerte, endlich nach Odessa abgereist war, wobei er nicht nur auf die Gräber, vielmehr auch auf alle seine anderen Erinnerungen einfach pfiff. Aljescha bewies am Grabe der Mutter keinerlei besonderen Empfindsamkeiten. Er hörte die in gewichtigem und vernünftigem Tone vorgetragene Erzählung des Grigori über die Errichtung der Grabplatte, blieb eine Weile stehen, Ließ den Kopf hängen und ging dann weg, ohne auch nur ein Wort gesagt zu haben. Seit der Zeit war er vielleicht sogar das ganze Jahr nicht ein einziges Mal auf dem Friedhof gewesen. Aber auf Jedor Pawlowitsch hatte dieses kleine Ereignis seine Wirkung ausgeübt. Und zwar eine sehr originelle. Er nahm plötzlich tausend Rubel und brachte sie in unser Kloster zu Seelenmessen für seine Gattin. Aber nicht für die zweite, die Mutter des Aljescher, vielmehr für die erste. Adelaide Ivanovna, die geprügelt hatte. Am Abend desselben Tages betrank er sich dann und schimpfte vor Algescha auf die Mönche. Er selber gehörte durchaus nicht zu den religiösen Leuten. Er hatte vielleicht niemals ein fünf Kopeken Lichtlein vor einem heiligen Bild aufgestellt. Es kommen aber seltsame Ausbrüche plötzlicher Empfindsamkeit und unerwarteter Einfälle bei solchen Subjekten vor. Ich habe bereits erzählt, dass er sehr aufgedunsen war. Sein Gesicht legte zu dieser Zeit deutliches Zeugnis ab von der Art und Weise, wie er sein ganzes Leben bisher verlebt hatte. Abgesehen von langen und fleischigen Säckchen unter seinen kleinen Augen, die immer frech, misstrauisch und höhnisch blickten, aus einer Menge tiefer Runzeln auf seinem kleinen fetten Gesichte, hing unter seinem spitzen Kinn noch ein gewaltiger Adamsapfel, fleischig und länglich wie ein Geldbeutel. Und das alles gab ihm das widerliche Aussehen eines Wüstlings. Dazu stelle man sich den langen Mund des Wollüstlings vor, mit aufgeworfenen Lippen, aus denen die spärlichen Reste schwärzlicher, fast verfaulter Zähne hervorblickten. Er spritzte dabei jedes Mal mit Speichel, wenn er zu reden begann. Im Übrigen liebte er selber über sein Gesicht zu spotten, obgleich er augenscheinlich mit ihm zufrieden war. Im Besonderen pflegte er hinzuweisen auf seine Nase die nicht sehr groß, aber sehr schmal war und eine mächtig hervortretende Krümmung aufwies. Die richtige Römernase pflegte er zu sagen, mit dem Adamsapfel zusammen die echte Physiognomie eines alten römischen Patriziers zur Zeit des Verfalls. Darauf scheint es, war er stolz. Und da, ziemlich bald nach der Entdeckung des Grabes seiner Mutter, eröffnete ihm plötzlich al er wolle ins Kloster eintreten, und die Mönche seien bereit, ihn als Novizen zuzulassen. Er erklärte dabei, dies sei sein Herzenswunsch, und er bitte ihn, seinen Vater, um seine feierliche Zustimmung. Der Alte wusste bereits, dass der Greis Sosima, der in der klösterlichen Stille ein bußfertiges Leben führte, auf seinen stillen Knaben einen besonderen Eindruck gemacht hatte. Dieser Greis ist natürlich bei Ihnen der allerehrbarste Mönch, murmelte er, nachdem er schweigend und nachdenklich den Allescher angehört hatte wobei er sich indes fast gar nicht über seine Bitte erstaunt zeigte. Hm, das ist es also, wo es dich zieht, mein stiller Knabe. Er war halb betrunken und plötzlich lächelte er mit seinen langen, halbtrunkenen, und doch nicht der Schlauheit und der trunkenen Verschmitztheit entbehrenden Lächeln. Hm, aber siehst du, ich habe es auch vorausgefühlt, dass du bei etwas derart gemenden wirst. Kannst du dir das vorstellen? Du hast es eben darauf abgesehen, nun, was denn am Ende? Du hast ja deine 2000. Das ist dir die Aussteuer. Ich aber werde dich, mein Engel, schon niemals im Stich lassen. Ja, und auch jetzt werde ich für dich dort einzahlen, was sich gebührt, wenn sie das verlangen. Nun aber, wenn sie es nicht verlangen, weshalb sollen wir uns dann aufdrängen? Ist das nicht so? Siehst du, du gibst Geld aus ganz wie ein Kanarienvogel, zwei Körnchen in der Woche. Hm. Weißt du, bei einem Kloster ist eine Ansiedlung vor der Stadt. Und allen ist es schon dort bekannt, dass in ihr nur Klostergattinnen wohnen. So nennt man sie dort 30 Stück Weiber, glaube ich. Ich war dort und weißt du, es ist interessant in seiner Art, versteht sich, im Sinne der Abwechslung. Schlecht ist es nur damit bestellt, dass ein schrecklicher Russismus dort herrscht. Französinnen sind dort noch gar nicht, sie könnten aber dort sein, die Mittel sind ja beträchtlich. Wenn die Französinnen erfahren, dass da Mittel sind, werden sie schon kommen. Nun, hier ist nichts derartiges. Hier gibt es keine Klostergattin, dafür aber Mönche. Stücker 200. Es geht ehrbar zu, sie halten ihre Fasten. Ich gebe das zu, hm. So, willst du also zu den Mönchen? Aber siehst du, es ist mir leid um dich, in Wahrheit glaubst du. Ich habe dich lieb gewonnen. Im Übrigen, das kommt ganz zur rechten Zeit. Du wirst beten für uns Sünder. Allzu sehr haben wir schon gesündigt hier. Ich habe immer darüber nachgedacht, wer wird es denn sein, der irgendeinmal für mich beten wird. Gibt es auf der Welt einen solchen Menschen? Du, lieber Junge, siehst du, es ist furchtbar, wie dumm ich in dieser Hinsicht bin. Du glaubst das vielleicht nicht. Fürchterlich. Siehst du nun, ich bin darin eigentlich gar nicht dumm. Ich denke immer, immer, denke ich... bisweilen versteht sich natürlich nicht immer. Siehst du, es ist unmöglich, so denke ich, dass die Teufel vergessen werden, mich mit ihren Haken zu sich zu schleifen, wenn ich sterbe. Nun siehst du, ich denke dann Haken, aber woher nehmen sie die denn? Woraus sind sie? Aus Eisen? Wo schmieden sie die denn? Haben sie denn dort wohl eine Fabrik? Siehst du, dort im Kloster, da vermuten die Mönche wahrscheinlich, dass die Hölle zum Beispiel eine Decke habe, eine Zimmerdecke. Ich aber siehst du, ich habe nichts dagegen, an die Hölle zu glauben, nur muss sie ohne Decke sein. Es macht sich so delikater. Sieht weniger abergläubisch aus, vielmehr in der Art der Lutheraner sozusagen. Aber in Wirklichkeit ist es denn nicht einerlei mit oder ohne Decke? Denn siehst du wohl, hierin beruht diese ganze verfluchte Frage. Und wenn keine Decke da ist, so werden wohl auch keine Haken da sein. Wenn aber keine Haken, so fällt auch wohl das andere fort. Das heißt, das ist dann wiederum unwahrscheinlich. Wer wird mich dann an Haken ziehen? Denn wenn man mich schon nicht an Haken in die Hölle schleifen wird, was wird dann sein? Wo ist dann die Gerechtigkeit auf der Erde? Man müsste sie erfinden, diese Haken, für mich besonders. Für mich allein, denn wenn du wüsstest, Aljescha, was ich für ein Schandkerl bin. Ja, dort gibt es keine Haken, sprach still und ernst auf den Vater blickend Aljescha. So so, also nur die Schatten von Haken. Ich weiß, ich weiß, das ist so, wie ein Franzose die Hölle zu beschreiben pflegte. Ich sah den Schatten eines Kutschers, der mit dem Schatten einer Bürste den Schatten eines Wagens strich. Du, mein Täubchen, woher weißt du denn eigentlich, dass es dort keine Haken gibt? Wenn du erst einmal bei den Mönchen sein wirst, wirst du anders singen. Aber im übrigen gehe nur, arbeite dich dort bis zur Wahrheit durch. Ja, und komm dann erzählen. Gleichwohl wird es leichter sein, in jene Welt einzugehen wenn man wenigstens weiß, was dort eigentlich los ist. Und ja. Und es wird auch für dich geziemender sein, bei den Mönchen zu leben, als bei mir, einem betrunkenen alten Kerl, ja mit dirnen, obgleich zu dir wie zu einem Engel nichts hingelangt. Siehst du, das ist es gerade, weshalb ich dir auch meine Erlaubnis gebe. Weil ich gerade auf Letzteres hoffe. Dein Verstand hat doch nicht der Teufel aufgefressen. Du wirst entflammen und erlöschen. Du wirst genesen und zurückkehren. Ich aber werde dich erwarten. Siehst du, ich fühle es ja, dass du der einzige Mensch auf der Welt bist, der mich nicht verdammt, du mein lieber Junge. Siehst du, ich fühle das. Wie soll ich das denn nicht fühlen? Und er begann sogar zu flennen. Er war sentimental, er war bösartig und dabei doch sentimental. 5. Die Greise. Vielleicht denkt einer oder der andere von den Lesern, mein junger Mensch sei ein krankhaftes, ekstatisches, schwach entwickeltes Wesen, ein bleicher Grübler, ein abgezehrter und kraftloser Mensch. Im Gegenteil. al war zu dieser Zeit stattlich, rotwangig, mit hellem Blick, ein gesundheitstrotzender 19-jähriger Jüngling. Er war zu dieser Zeit sogar sehr hübsch, kräftig, gut gewachsen. Von mittelhoher Gestalt, dunkelblond, mit regelmäßigem, wenn auch ein wenig länglichem Gesichtsoval, mit leuchtenden, weit offen stehenden Augen, sehr gedankenvoll und augenscheinlich sehr ruhig. Man wird vielleicht einwenden, rote Backen hindern keineswegs daran, Fanatiker oder Mystiker zu sein. Mir aber scheint es, als ob Aljescha ganz im Gegenteil mehr als irgendwer ein Mann der Wirklichkeit gewesen sei. Oh, natürlich! Im Kloster glaubte er durchaus an Wunder, aber meiner Ansicht nach bereiteten Wunder niemals einem Menschen der Wirklichkeit irgendwelche Verlegenheit. Nicht die Wunder bewegen den mit Wirklichkeitssinn begabten zum Glauben. Der wahrhaft mit Wirklichkeitssinn begabte wird vielmehr, wenn er nicht gläubig ist, immer in sich die Kraft und die Fähigkeit finden, auch dem Wunder nicht zu glauben. Und wenn das Wunder vor ihm stehen wird als eine unbestreitbare Tatsache, so wird er eher seinen Sinnen misstrauen, als diese Tatsache zuzugeben. Wenn er sie aber auch zugeben wird, so wird er sie zugeben als eine natürliche Tatsache, die ihm nur bis dahin unbekannt gewesen war. In dem Wirklichkeitssinn Begabten wird der Glaube nicht durch das Wunder geboren, vielmehr das Wunder durch den Glauben. Wenn aber der mit Wirklichkeitssinn Begabte einmal gläubig ist, so muss er gerade wegen seines Wirklichkeitssinnes unbedingt auch das Wunder zu geben. Der Apostel Thomas erklärte, er werde nicht eher glauben, als bis er gesehen habe. Und als er gesehen hatte, sprach er, mein Herr und mein Gott. Hat ihn etwa das Wunder gezwungen zu glauben? Sehr wahrscheinlich ist dem nicht so. Er glaubte vielmehr nur einzig und allein deshalb, weil er zu glauben wünschte. Und vielleicht schon gläubig war im geheimen Untergrund seines Wesens. Sogar damals schon, als er ausrief, ich werde nicht glauben, bevor ich nichts sehen werde. Man wird vielleicht sagen, Aljescha sei stumpfsinnig gewesen, unentwickelt, er habe die Schule nicht beendigt und so weiter. Dass er die Schule nicht beendigte, entspricht der Wahrheit. Es wäre aber eine große Ungerechtigkeit zu behaupten, er sei stumpf oder dumm gewesen. Ich wiederhole einfach, was ich schon weiter oben sagte. Er betrat diesen Weg einzig und allein deshalb, weil er allein ihm zu dieser Zeit Anreiz gab und ihm mit einem Male das ganze Ideal eines Auswegs darbot für seine Seele, die aus dem Dunkel zum Lichte rang. Hinzu kommt, dass er zum Teil wenigstens schon ein Jüngling unserer letzten Zeit war. Das heißt, einer, der ehrenhaft von Haus aus nach Wahrheit verlangt. Sie sucht, an sie glaubt. Und wenn er einmal den Glauben an sie fasste, nur noch sogleich unmittelbaren Anteil an ihrer Verwirklichung beansprucht und mit der ganzen Kraft seiner Seele nach rascher Tat hinstrebt und unbedingt bereit ist, wenn es sein müsse, auch schon alles zu opfern für sein Eintreten, für die Wahrheit, selbst das Leben. Zugegeben, unglücklicherweise begreifen diese Jünglinge nicht, dass das Opfer des Lebens vielleicht das Allerleichteste ist von allen Opfern in der Mehrzahl solcher Fälle wie zum Beispiel von ihrem jugendsprühenden Leben fünf bis sechs Jahre zu opfern auf eine schwere, mühevolle Lehrzeit, auf die Wissenschaft, sei es auch nur darum, um in sich selber die Kräfte zu verzehnfachen und derselben Wahrheit zu dienen und demselben Eintreten für sie, das man erwählt hatte, und das zu vollbringen, man sich vornahm. Einem solchen Opfer erweisen sich indes viele von ihnen immer wieder überhaupt nicht gewachsen. Alesha hatte nun den entgegengesetzten Weg gewählt, aber mit ganz demselben Durst nach raschem Eintreten für die Wahrheit. Kaum war er, als er ernstlich darüber nachdachte, erschüttert worden von der Überzeugung, dass Gott und die Unsterblichkeit wirklich sind, so sagt er sich natürlich auch schon also gleich, ich will leben für die Unsterblichkeit. Einen halben Kompromiss nehme ich aber nicht an. Ganz ebenso wäre er, wenn er entschieden hätte, es gäbe keine Unsterblichkeit und kein Gott, auf der Stelle unter die Atheisten und Sozialisten gegangen. Denn der Sozialismus ist nicht nur eine Arbeiterfrage oder die des sogenannten vierten Standes, vielmehr im eminenten Sinne eine atheistische Forderung. Die Frage nach der derzeitigen Verwirklichung des Atheismus, die Frage des babylonischen Turmes, der ja gerade ohne Gott erbaut ward, nicht um den Himmel von der Erde aus zu erreichen, vielmehr um den Himmel zur Erde hinabzudrücken. Aljescha erschien es nur seltsam und unmöglich, so zu leben wie vorher. Es ist gesagt, verteile alles und geh mir nach, wenn du vollkommen sein willst. Und Aliescha, sagte sich nun, ich kann doch nicht statt allem zwei Rubel geben und statt geh mir nach nur zur Messe gehen. Aus den Erinnerungen seiner frühen Kinderjahre hatte sich vielleicht etwas erhalten von unserem vor der Stadt gelegenen Kloster. Wohin die Mutter mit ihm zur Messe gefahren sein konnte. Vielleicht wirken auch die schrägen Strahlen der untergehenden Sonne vor dem heiligen Bilde, zu dem ihn seine kranke Mutter emporgestreckt hatte. In Gedanken versunken kam er damals zu uns, vielleicht nur um zuzuschauen. Ist dort alles oder sind auch dort nur zwei Rubel? Da begegnete er im Kloster diesem Greise. Dieser Greis war, wie ich schon oben bemerkt hatte, so simmer. Es wäre nun am Platze, einige Worte darüber zu sagen, was denn eigentlich die Greise in unseren Klöstern sind. Und da bedauere ich, dass ich mich in dieser Sache nicht sachkundig und nicht beschlagen genug fühle. Ich will indes versuchen, mit kurzen Worten und oberflächlicher Weise eine Erklärung zu geben. Erstens behaupten nun im Besonderen unterrichtete und fachkundige Leute, dass die Greise bei uns in unseren Klöstern erst vor gar nicht langer Zeit aufkamen. Es sei nicht einmal hundert Jahre vergangen, während im ganzen rechtgläubigen Osten bereits auf dem Sinai und dem Berge Athos sie schon länger als tausend Jahre existierten. Man versichert, diese Einrichtung habe auch bei uns in Russland in den allerältesten Zeiten des Tatarenjochs bestanden oder hätte wenigstens unbedingt bestehen müssen. Sie sei aber in Vergessenheit geraten, infolge der Unbilden, die über Russland kamen, der fortwährenden Aufstände, der nach Unterbrechung der früheren Verbindung mit dem Osten nach dem Fall Konstantinopels. Diese Einrichtung sei aber am Ende des vorherigen Jahrhunderts bei uns wiederum aufgekommen durch einen von den großen Gottesstreitern, so nannte man ihn, den Paisi Wilichowski und seine Schüler. Aber auch jetzt noch, nach fast 100 Jahren, finden sich diese Greise keineswegs in vielen Klöstern und ihr Aufkommen begegnete, als eine für Russland unerhörte Neuheit, zeitweilig fast Verfolgung. In Sonderheit blühte diese Einrichtung bei uns in Russland in dem berühmten Kloster korselski optina Wann und durch wen sie sich auch in unserem vor der Stadt gelegenen Kloster eingebürgert hatte, kann ich nicht sagen. Es war in ihm aber bereits die dritte Generation von Greisen gezählt, und Sosima war von ihm der letzte. Aber auch er starb schon fast vor Schwäche und Krankheit, und man wusste nicht, durch wen man ihn ersetzen sollte. Es war dies für unser Kloster eine sehr wichtige Frage, weil es bis dahin durch nichts Besonderes bekannt war. In ihm gab es weder Reliquien heiliger Helfershelfer, noch in wunderbarer Weise aufgefundene, wundertätige Heiligenbilder. Ja, es war nicht einmal durch irgendwelche Überlieferungen mit unserer Geschichte verknüpft. Man schrieb unserem Kloster weder geschichtliche Taten zu, noch Verdienste um unser Vaterland. Es blühte aber und war über ganz Russland berühmt wegen der Greise. Um sie zu sehen und zu hören, kamen zu uns die Pilger in Haufen zusammengeströmt aus ganz Russland und von mehreren tausend Werst Entfernung her. Was ist aber denn eigentlich ein Greis? Greis, das ist einer, der unsere Seele und unseren Willen in seiner Seele und in seinem Willen aufnimmt. Wenn wir einen Greis erwählt haben, sagten wir uns damit von unserem Willen los und gaben uns ihm in vollem Gehorsam unter völliger Selbstentsagung. Diese Prüfung, diese furchtbare Schule des Lebens nimmt der, der dies Gelübde ablegt, freiwillig auf sich, in der Hoffnung, nach langen Prüfungen sich selber zu überwinden, sich so weit selber zu beherrschen, dass er endlich durch den Gehorsam seines ganzen Lebens schon vollständige Freiheit zu erreichen vermöchte. Das heißt Freiheit vor sich selber, um dem Los derer zu entgehen, die ihr ganzes Leben lebten, ohne sich selber jemals zu finden. Diese Einrichtung, die der greise ist nicht eine theoretische. Vielmehr war sie im Osten aus der Praxis hergeleitet, die zu unserer Zeit schon tausendjährig ist. Die Verpflichtung dem Kreise gegenüber ist nicht das, was gewöhnlicher Gehorsam genannt wird der ist immer gewesen auch in unseren russischen klöstern da wird vielmehr eine ewige beichte aller anerkannt die dem kreise sich hingaben und ein unzerstörbares band zwischen dem bindenden und dem gebundenen man erzählt sich zum beispiel in den ältesten zeiten des christentums sei einer der einem kreise gehorsam gelobt aber irgendein gebot das der ihm auferlegte nicht erfüllt hatte von ihm aus dem kloster weggang und in ein anderes Land gekommen, aus Syrien nach Ägypten. Dort sei er endlich nach langen und großen Taten gewürdigt worden, Martern zu erdulden und den Tod um den Glauben zu erleiden. Als aber die Kirche seinen Leib bestattete, und man hielt ihn bereits für einen Heiligen, rückte plötzlich beim Ausruf des Diakons Noch nicht in unsere Gemeinschaft aufgenommene, verlasset den Tempel! der Sarg, mit dem in ihm liegenden Leibe des Märtyrers vom Platze fort und ward aus dem Tempel hinausgetragen. Und so dreimal. Endlich erfährt man, dass dieser heilige Schmerzensdulder sein Gehorsamsgelübde gebrochen hatte und von seinem Greise weggegangen war, und ihn deshalb ohne Erlaubnis des Greises nicht verziehen werden konnte, ungeachtet selbst seiner großen Taten. Als aber der herbeigerufene Greis ihn vom Gehorsam losgesprochen hatte, da erst konnte seine Bestattung vorgenommen werden. Natürlich ist das alles nur eine alte Legende. Es war aber auch unlängst ein solcher Fall. Einer von unseren zeitgenössischen Mönchen suchte auf dem Athos seinem Seelenheil zu leben. Und plötzlich befahl ihm sein Greis, den Athos zu verlassen, den er bis zur Tiefe seiner Seele wie ein Heiligtum liebgewonnen hatte wie einen stillen Zufluchtsort und zuerst nach Jerusalem zu wallfahren, um den heiligen Städten seine Ehrfurcht zu erweisen und dann nach Russland zurückzukehren, nach dem Norden, nach Sibirien. Da bist du an deinem Platze, nicht hier. Der tief erschütterte und von Kummer gebeugte Mönch erschien in Konstantinopel bei dem ökumenischen Patriarchen und bat ihn, sein Gehorsamsgelübde zu lösen. Und da antwortete ihm der höchste Kirchenfürst. Nicht nur er, der ökumenische Patriarch, sei außerstande, ihn von seinem Gehorsamsgelübde loszusprechen, es sei auch auf der ganzen Welt keine solche Macht und könne auch nicht sein, die ihn von seiner Gehorsamspflicht befreien könnte, wenn diese ihm einmal auferlegt worden sei von einem Greise, ausgenommen allein der Macht des Greises selber, der diese Pflicht ihm auferlegt hatte. So sind denn die Greise mit einer in gewissen Fällen unbegrenzten und unergründlichen Macht begabt. Das ist es denn auch, weshalb bei uns in vielen Klöstern die Greise fast einer Verfolgung begegneten. Dabei begann man dem Volke gleich von Anfang an die Greise sehr hoch zu achten. Zu den Greisen unseres Klosters kamen zum Beispiel sowohl die einfachsten als auch die allerangesehensten Leute herbeigeströmt, um sich vor ihnen zu beugen, ihnen ihre Zweifel zu beichten, ihre Sünden, ihre Leiden und Rat und Belehrung von ihnen zu erflehen. Als dies die Gegner der Greise sahen, schrien sie zugleich mit anderen Beschuldigungen, es werde hier eigenmächtig und leichtsinnig das Sakrament der Beichte erniedrigt, obgleich die ununterbrochene Beichte eines Novizen oder eines Laien durchaus nicht wie ein Sakrament vor sich geht. Indes behielt schließlich die Einrichtung des Greisentums die Oberhand, und die Greise machten sich allmählich in den russischen Klöstern ansässig. Die Wahrheit ist am Ende die, dass auch dies erprobte und schon tausendjährige Werkzeug zur sittlichen Wiedergeburt des Menschen, aus der Knechtschaft zur Freiheit und zur sittlichen Selbstvervollkommnung sich in ein zweischneidiges Schwert verwandeln kann, dass am Ende noch manch einen statt zur Demut und endgültigen Selbstbeherrschung im Gegenteil zu satanischem Hochmut hinführen vermag, das heißt zu Ketten und nicht zur Freiheit. Der Greis Sosima war 65 Jahre alt, aus Gutsbesitzerkreisen hervorgegangen. Einstmals in ganz jungen Jahren Soldat gewesen und hatte im Kaukasus als Offizier gedient. Unzweifelhaft machte er auf Aljescha einen so erschütternden Eindruck durch irgendeine besondere Eigenschaft seiner Seele. Aljescha lebte sogar in der Zelle des Kreises, der ihn sehr lieb gewonnen und ganz zu sich genommen hatte. Man muss bemerken, dass Aljescha, als er damals im Kloster lebte, noch durch nichts gebunden war, dass er ausgehen konnte. Wohin er wollte, sei es auch für ganze Tage. Und wenn er eine Kutte trug, so geschah das freiwillig, um sich nicht von den anderen im Kloster zu unterscheiden. Indes gefiel ihm dies natürlich auch so. Vielleicht wirkte auf die junge Vorstellungskraft des Aljescha ganz besonders diese Kraft und der Ruhm, der beständig seinen Kreis umgab. Viele behaupteten, Sosima habe dadurch, dass er schon so viele Jahre alle zu sich ließ, die zu ihm gekommen waren, um ihr Herz auszuschütten, und dies dürstete nach seinem Rate und nach einem heilenden Worte von ihm, der hat viel Bekenntnisse der Reue und Buße in seine Seele aufgenommen, dass er schließlich einen so feinen scharfblick erlangt hatte, dass er bei dem ersten Hinschauen auf das Gesicht eines Unbekannten, der zu ihm gekommen war, erraten konnte, weshalb der gekommen sei, was jenem nötig sei, sogar welche Art Qualen seinen Gewissen folterten, und dass er den Ankömmling bisweilen in Staunen, Verlegenheit und fast in Schrecken setzte, dadurch, dass er sein Geheimnis bereits wusste, bevor der noch ein Wort hervorgebracht hatte. Dessen ungeachtet hatte Aljescha indes fast stets bemerkt, dass viele, beinahe alle, die zum ersten Male zum Greise gekommen waren, um mit ihm unter vier Augen zu sprechen, in Furcht und Unruhe eintraten, aber fast immer hell und freudig von ihm ging, und dass dabei das allerfinsterste Gesicht sich in ein glückliches verwandelt hatte. Auf Aljescha machte überhaupt auch der Umstand einen außerordentlichen Eindruck, dass der Kreis ganz und gar nicht streng war. Im Gegenteil, er war immer heiter im Verkehr. Die Mönche pflegten von ihm zu sagen, er hänge sich mit seiner Liebe gerade an den, der sündiger sei als all die anderen. Und wer sündiger sei als alle, den gewinne er auch lieber als alle anderen. Unter den Mönchen fanden sich, und das bis ans Lebensende des Kreises, auch solche, die ihn neideten und hassten. Es waren ihrer aber schon weniger geworden, obgleich sich unter ihnen einige im Kloster sehr angesehene und wichtige Persönlichkeiten befanden, wie zum Beispiel einer der ältesten Mönche, ein großer Schweiger und ungewöhnlicher Faste. Aber dessen ungeachtet stand die überwiegende Mehrzahl aller Mönche zweifellos auf Seiten des Greises Sosima, und von ihnen liebten ihn sogar sehr viele von ganzem Herzen feurig und aufrichtig. Einige waren ihm sogar auf fast fanatische Art zugetan. Solche pflegten gerade herauszusagen übrigens nicht völlig laut, er sei ein Heiliger, daran sei kein Zweifel mehr erlaubt. Und sein baldiges Ende voraussehend erwarteten sie sogar unmittelbare Wunder und großen Ruhm in der allernächsten Zukunft für das Kloster von Seiten des Entschlafenen. An die Wunderkraft des Greises glaubte auch Aljescha unerschütterlich. Ganz ebenso wie er an die Erzählung von dem Sarg, der aus der Kirche geflogen sei, glaubte. Er sah, dass viele, die mit Kranken, ihren Kindern oder erwachsenen Angehörigen gekommen waren und gefleht hatten, der Greis möge ihnen die Hände auflegen und über ihnen ein Gebet sprechen, in Kürze, manche sogar schon am nächsten Tage zurückkehrten und unter Tränen vor dem Greise niederfallen, die ihm Dank sagten für die Heilung ihrer Kranken. Ob nun diese Heilung eine tatsächliche gewesen war oder ob es sich nur um eine natürliche Besserung im Verlaufe der Krankheit handelte, für Alescha gab es darin keine Frage. Denn er glaubte völlig an die geistige Kraft seines Lehrers und dessen Ruhm empfand er wie seinen eigenen Triumph. Besonders aber erbebte ihm sein Herz und strahlte er förmlich, wenn der Kreis hinausstritt zu dem Haufen der bei den Toren der Einsiedelei seinen Ausgang erwarteten Pilger aus dem einfachen Volke, die nur, um den Greis zu sehen und sich von ihm segnen zu lassen, aus ganz Russland herbeigeströmt waren. Sie warfen sich vor ihm nieder, sie weinten, küssten seine Füße, küssten die Erde, auf der er stand, brachen in lautes Weinen aus, und die Weiber streckten ihm ihre Kinder entgegen und führten an Fallsucht Leidende herbei. Der Greis unterhielt sich mit ihnen allen, sprach über ihn ein kurzes Gebet, segnete sie und entließ sie. In der letzten Zeit war er bisweilen durch die Anfälle seiner Krankheit so schwach, dass er kaum die Kraft hatte, aus seiner Zelle hervorzutreten, und die Pilger manchmal im Kloster mehrere Tage hintereinander seinen Ausgang erwarteten. Für Aljescha bildete es gar keine Frage, weshalb sie ihn so liebten, weshalb sie sich vor ihm niederwarfen und vor weinten, wenn sie nur sein Antlitz erschaut hatten. O, oh, er verstand vortrefflich, dass für die demütige Seele des einfachen russischen Volkes, die erschöpft ist von Arbeit und Kummer, und was die Hauptsache ist, von immerwährender Ungerechtigkeit und nie endenden Sünden, sowohl ihren eigenen wie von der Sünde der Welt, es kein stärkeres Bedürfnis und keinen mächtigeren Trost gäbe, als eine heilige Stätte zu finden oder einen heiligen, niederzufallen vor ihm und sich ihm zu neigen. Wenn auf uns Sünde lastet, Unrecht und Versuchung, so ist gleichwohl auf Erden irgendwo einer, der heilig ist und höher als wir. Bei dem gibt es dafür Gerechtigkeit, der kennt dafür die Wahrheit. Und das bedeutet doch, sie stirbt nicht aus auf Erden, sie wird demnach einstmals auch zu uns übergehen und herrschen auf der ganzen Erde, wie es verheißen ward. Es wusste Aljescha, dass gerade so das Volk fühlt und sogar urteilt. Er begriff das, dass aber der Greis Sosima auch eben dieser selbe Heilige sei, dieser Hüter der göttlichen Gerechtigkeit in den Augen des Volkes, daran zweifelte er selber nicht im geringsten. Ebenso wenig wie diese weinenden Bauern und ihre kranken Weiber, die dem Greise ihre Kinder entgegenstreckten. Auch die Überzeugung davon, dass der Greis nach seinem Tode dem Kloster ungewöhnlichen Ruhm verschaffen werde, herrschte in der Seele des Aljescher vielleicht sogar noch stärker als in der Seele irgendeines im Kloster. Und überhaupt diese ganze letzte Zeit hindurch brannte ein geheimnisvolles, tiefinneres, flammendes Entzücken immer mächtiger empor in seinem Herzen. Es macht ihn dabei nicht im geringsten stutzig, dass dieser Greis trotz alledem vor ihm stand als ein einziger. Das hat nichts zu sagen, er ist ein Heiliger, in seinem Herzen ruht das Geheimnis der Erneuerung für uns alle, jene Macht, die am Ende noch die Gerechtigkeit auf Erden wiederherstellen wird, und alle werden sie dann Heilige sein, und sie werden einander lieben, und es wird nicht reich, noch arm sein, nicht hoch, noch niedrig. Alle werden sie vielmehr sein wie Gotteskinder, und es wird hereinbrechen das wahrhaftige Reich unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Das war es, wovon das Herz Aljeschas träumte. Es scheint, auf Aljescha übte einen mächtigen Eindruck die Ankunft seiner beiden Brüder, die er bis dahin überhaupt nicht gekannt hatte. Mit seinem Bruder Dimitrij Fjedorovic befreundete er sich rascher und trat ihm näher, obgleich er später gekommen war, als mit seinem anderen, von derselben Mutter geborenen Bruder, Iwan Fjodorowitsch. Er war furchtbar darauf gespannt, seinen Bruder Iwan kennenzulernen. Der aber lebte schon zwei Monate dort und obgleich sie einander ziemlich häufig sahen, waren sie sich trotzdem nicht näher getreten. Aljescha war selber schweigsam und es schien, als er erwarte irgendwas oder als schäme er sich wegen irgendetwas. Der Bruder Iwan aber. Wenn Aljescha auch anfangs seinen langen und neugierigen Blick auf sich gerichtet sah, gab es, so scheint es, bald auf, von ihm überhaupt Notiz zu nehmen. Aljescha bemerkte das mit einer gewissen Bestürzung. Er schrieb die Gleichgültigkeit seines Bruders dem Unterschied in ihrem Alter und besonders in ihrer Bildung zu. Aljescha glaubte indes auch noch etwas anderes. Ein so geringes Interesse und so geringe Teilnahme an ihm, Ging vielleicht bei Iwan auch von irgendetwas aus, das Aljescha völlig unbekannt sei. Ihm schien es immer aus irgendeinem Grunde, Iwan sei von etwas ganz Bestimmtem in Anspruch genommen, von etwas Innerlichem und Wichtigem. Er strebe nach irgendeinem Ziele hin, das vielleicht sehr schwer zu erreichen sei, so dass er für seinen Bruder keinen Gedanken übrig habe, und dass das gerade auch jene einzige Ursache sei. Weswegen er auf ihn, Aljescha, zerstreut hinblickte. Auch darüber verlor sich Aljescha in Gedanken. Ob da nicht irgendeine Verachtung dahinter stecke gegen ihn, den einfältigen Novizen, von Seiten des gelehrten Atheisten? Aljescha wusste ja genau, dass sein Bruder Atheist sei. Über solche Verachtung nun, wenn sie auch Tatsache gewesen wäre, hätte er sich zwar nicht gekränkt fühlen können, aber dessen ungeachtet wartete er in einer ihm selber unverständlichen und ihn tief erregenden Unruhe darauf, wann sein Bruder ihm näher zu treten gewillt sein werde. Der Bruder Dimitri äußerte sich über den Bruder Iwan mit größter Hochachtung und sprach von ihm mit einem ganz besonderen Eingehen auf seine Persönlichkeit. Von Dimitri erfuhr Alesha alle Einzelheiten über die wichtige Angelegenheit, die zu dieser Zeit seine beiden älteren Brüder durch ein besonders enges Band vereinigte. Die begeisterten Auslassungen des Dimitri über seinen Bruder Iwan erschien Aljescha umso bemerkenswerter, als Dimitri im Vergleich zu Iwan ein fast ganz ungebildeter Mensch war. Und wenn man beide einander gegenüberstellte, sie scheinbar einen so schreienden Gegensatz darstellten an Persönlichkeit und Charakter, dass es vielleicht überhaupt unmöglich war, sich zwei einander unähnlichere Menschen vorzustellen. Und gerade zu jeder Zeit fand auch jenes Wiedersehen, oder besser gesagt jene Zusammenkunft aller Mitglieder dieser unstimmigen Familie in der Zelle des Kreises statt, die einen so außerordentlichen Einfluss auf Alessia ausüben sollte. Die angegebene Veranlassung zu dieser Zusammenkunft war in Wirklichkeit eine falsche. Damals nämlich hat die Streitigkeiten wegen der Erbschaft und der Rechnungsablage über sein Vermögen zwischen Dimitri Fyodorowitsch, und seinem Vater Fjodor Pawlowitsch augenscheinlich einen unmöglichen Charakter angenommen. Die Beziehungen zwischen ihnen spitzten sich mehr und mehr zu und wurden unerträglich. Fjodor Pawlowitsch, so scheint es, regte als Erster und wie es aussah, nur im Scherze den Gedanken an, sie alle sollten sich in der Zelle des Greises treffen. Und wenn sie auch nicht gerade Zuflucht zu nehmen brauchten, zu dessen unmittelbarer Vermittlung, so würden sie dennoch irgendwie anständiger miteinander verhandeln, wobei der Rang und die Persönlichkeit des Kreises ehrfurcht einflößen und im versöhnten Sinne wirken müsse. Dimitri Fedorowitsch, der niemals beim Kreise gewesen war und ihn sogar niemals gesehen hatte, glaubte natürlich, man wolle ihn durch den Kreis irgendwie einschüchtern, weil er sich aber auch selber insgeheim Vorwürfe machte wegen vieler besonders heftiger Ausfälle im Streite mit seinem Vater. So nahm er die Einladung trotzdem an. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass er nicht im Hause des Vaters wohnte, vielmehr für sich und am anderen Ende der Stadt. Es traf sich nun, dass Peter Alexandrowitsch Miusow, der damals bei uns lebte, sich besonders für diese Idee des Fjodor Pawlowitsch begeistert. Ein Liberaler der 40er und fünfziger Jahre, Freigeist und Atheist, nahm er vielleicht aus Langeweile, vielleicht aber auch zu leichtsinniger Kurzweil an dieser Angelegenheit ein außerordentliches Interesse. Es erwachte plötzlich in ihm das Verlangen, das Kloster mit dem Heiligen durch Augenschein kennenzulernen. Da seine alten Streitigkeiten mit dem Kloster noch andauerten und der Prozess über die Abgrenzung ihrer Besitztümer und irgendwelche Rechte Holz zu fällen in einem Walde und Fische zu fangen in einem Flusse usw. So sich noch immer hinschleppte, so beeilte er sich, dies auszunutzen unter dem Vorwande, er möchte selber mit dem Vater Klostervorstand in Unterhandlung treten, ob man nicht ihre Streitigkeiten irgendwie in Freundschaft beilegen könne. Ein Besucher mit so edlen Absichten musste man natürlich im Kloster aufmerksamer und zuvorkommender empfangen als einen nur Neugierigen. Infolge aller dieser Berechnungen könnte man wohl auch irgendeinen inneren Einfluss im Kloster auf den kranken Greis ausüben, der die letzte Zeit über schon fast gar nicht mehr seine Zelle verließ und seiner Krankheit wegen sogar seinen gewohnten Besuchern den Zutritt versagte. Es endigte schließlich damit, dass der Greis seine Einwilligung gab und der Tag festgesetzt ward. Wer hat mich denn eigentlich dazu berufen, zwischen ihnen zu schlichten? Das war alles, was der Greis lächelnd zu Aljescha sprach. Als Aljescha von dieser Zusammenkunft erfuhr, geriet er in große Bestürzung. Wenn einer von denen, die da miteinander stritten und sich zu widerlegen suchten, allenfalls mit Ernst auf diese Zusammenkunft hinblickte, so war das zweifellos nur der eine Bruder Dimitri. Alle anderen aber würden dahin kommen, nur aus leichtsinniger und vielleicht auch für den Kreis beleidigender Absicht. Das war es, was Aljescha gleich begriff. Bruder Iwan und Miosow werden aus Neugierde kommen. Und vielleicht der allerrohesten. Sein Vater aber vielleicht nur. Um irgendeine närrische oder pathetische Szene zu spielen. Oh, wenn auch Aljescha schwieg, so kannte er doch schon seinen Vater zur Genüge. Ich wiederhole es: dieser Knabe war durchaus nicht so naiv, wie alle ihn hielten. Mit schweren Gefühlen erwartete er den angesetzten Tag. Unzweifelhaft grämte er sich in seinem Herzen sehr darum, dass alle diese Familienzwistigkeiten irgendwie ein Ende nehmen möchten. Nichtsdestoweniger galt seine hauptsächlichste Sorge dem Greise. Er zitterte für ihn, für seinen Ruhm. Er fürchtete Beleidigungen für ihn, besonders die feinen höflichen Verhöhnungen des Miosov und die unausgesprochenen von oben herab, von Seiten des Gelehrten Iwan. So stellte sich ihm das alles vor. Er wollte es sogar darauf ankommen lassen, den Greis vorzubereiten, ihm irgendetwas zu sagen über diese Leute, die zu ihm kommen werden. Er besann sich aber und schwieg. Er ließ nur am Vorabend des angesetzten Tages durch einen Bekannten seinem Bruder Dimitri mitteilen, dass er ihn sehr liebe und von ihm die Ausführung des Versprochenen erwarte. Dimitri dachte nach, weil er sich an nichts entsinnen konnte, was er ihm derartiges versprochen habe, und antwortete nur in einem Briefe, er werde sich mit allen Kräften der Niedertracht gegenüber beherrschen. Und wenn er auch den Greis und seinen Bruder Iwan hochachte, so sei er doch überzeugt, dass es sich da entweder um irgendeine ihm gestellte Falle handle oder um eine unwürdige Komödie. Dessen ungeachtet werde ich eher meine Zunge verschlucken, als es vor dem heiligen Manne, den du so verehrst, an Ehrfurcht mangeln zu lassen. So endigte Dimitri sein Briefchen. Es gab Aljescha nicht allzu sehr Hoffnung.